Ja, herzlich willkommen euch da draußen heute zu unserer Session. Wie sage ich es meinem Friseur? Oder einfach, ja, wie schaffen wir Friseure oder ihr als Kunden es, uns miteinander einfach oder uns besser zu verstehen, um das Ganze natürlich so real wie es geht zu gestalten, habe ich mir zwei wunderbare Talkgäste eingeladen. Und zwar einmal die Angie aus Berlin, wurde mir von einem Berliner Kollegen empfohlen. Wir kennen uns nicht. Sie wird heute mal so ein bisschen die Rolle der Kundin übernehmen. Und die Kerstin Henkens, sie ist Spezialist für Kommunikation und Beratung beim Friseur. Also sprich, sie schult Friseure im Umgang mit Kommunikation mit euch Kunden. Und ja, herzlich willkommen, ihr beide. Hi. Ja, Friseur, Beratung, wie sage ich es meinem Friseur? Wer versteht was oder wie? Vielleicht habt ihr erstmal so eine kleine Inspiration für unsere User da draußen, wie so eure Erfahrungen sind in dem Punkt. Ja, Angie, darf ich das tatsächlich an dich weitergeben, die Frage? Weil ich finde das so spannend, erstmal von derjenigen zu hören, die es betrifft als Kundin. Und vielleicht kriegen wir dann dazu irgendwie eine Idee gestrickt, was es denn braucht. Aber wie empfindest du denn deine Friseurbesuche? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht in der Vergangenheit immer einen Friseur, wo ich immer speziell hingegangen bin, weil ab und zu hatte der andere zu, dann bin ich halt zu einem anderen gegangen. Da war die Erfahrung dann nicht so gut, aber prinzipiell war ich bei einem Friseur, war ich immer sehr zufrieden. Aber auch vielleicht, weil die Friseurin aus Polen war und wir immer auf Polen schon so unterhalten konnten, vielleicht hat das auch so einen kleinen Bond gegeben. Weil ich bin halt mal zusammen mit meiner Mama da hingegangen und bei mir haben sie jetzt nicht so spezielle Sachen gemacht. Bei mir war es immer nur eine Haartönung. Das war jetzt nicht so, dass ich jetzt da jetzt lange rumüberlegen musste. Aber wobei ich mich jetzt erinnere, ich hatte, ist schon wieder fast ein Jahrzehnt her fast, ich glaube, das war 2012, hatte ich komplett meine Haare abgeschnitten, abrasiert. Ich hatte einen Undercut mit Blond und da hatte ich mich natürlich extra erkundigt. Zu welchem Friseur, also wer das gut macht, weil von braun auf blond ist natürlich eine Herausforderung und es hat super viele Steps. Und da wurde ich super gut beraten, es hat mir super gut gefallen, haben sich auch Zeit gelassen, alles immer mir abgesprochen. Ich weiß nicht, du musst mir, glaube ich, ein bisschen auf die Sprünge helfen, was du noch von mir wissen willst, weil sonst schweife ich wieder in andere Sachen und ich, ja. Naja, also ich sag mal, ich glaube, das Wichtigste ist ja so für euch als Kunden am Ende, dass ihr das Ergebnis halt schon so habt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und ich glaube, da ist ja der Punkt, wo man sich oft nicht trifft, aus der Erfahrung heraus. Also ich habe ja festgestellt, bei Befragungen von Kunden, ob das jetzt Kunden von uns waren oder auch fremde Kunden, wenn die nicht zufrieden sind, dann sind die nicht zufrieden, weil die Dienstleistung an sich, also das Handwerk, nicht okay war, sondern weil der Friseur quasi die Kunde nicht verstanden hat. Also verstanden in der Kommunikation. Also entweder hat der Kunde nicht wirklich so eine Ansage gemacht für den Friseur, was ich denke, was natürlich auch nicht die Aufgabe eines Kunden ist. Vielmehr hat der Friseur nicht richtig gefragt oder nicht tief genug gefragt. Und das ist ja so ein Punkt, wo man wirklich ein echtes Interesse am Kunden zeigen muss. Und ja, das ist so ein Ding, wo ich denke, da kannst du vielleicht mal deine Kundensicht so ein bisschen dazu erläutern. Ja, das war mein Erfahrungswert. Also, wenn ich in Gesprächen mit Freunden zum Thema Friseur mich austausche, dann kommt immer: Kerstin, hast du einen Tipp für mich? Wo kann ich super zum Friseur gehen? Und wenn ich dann frage, was ist denn dein Bedürfnis? Dann kommt ganz häufig als erster Punkt: Ich möchte eine gute Beratung haben. Also, ich möchte nicht immer sagen, was ich will, sondern ich möchte wirklich so aller Zeitschriften, Freundin Brigitte und wie sie alle heißen, da werden Menschen beraten und schöner gemacht. Und das ist eigentlich auch so häufig meine Erwartungshaltung, wenn ich zum Friseur gehe. Und wo bekomme ich das? Also das höre ich immer sehr häufig. Und ich höre auch sehr häufig, wenn Kunden ihren Friseur gewechselt haben,
dann ist meistens die fehlende Beratung das Hindernis gewesen. Oder dass Kunden sagen, ich nehme das Gespräch gar nicht als Beratung wahr. Also offensichtlich scheint das nicht immer die Wahrnehmung von den Kunden zu sein. Wann ist was Beratung, wann ist was eine Idee, wann ist was Impuls? Also ich weiß nicht, wie ist dir das denn ergangen? Bekommst du tatsächlich Impulse oder musst du schon gleich sagen, was du möchtest? Wie ist denn da so dein Erfahrungswert? Bei dir? Also meiner Erfahrung nach musste ich quasi immer schon sagen, was ich möchte. Also die fragen halt, was hast du dir vorgestellt? Da sage ich meistens immer nur so 2-3 Sätze und dann wird schon die Farbe gemischt. Das war so meine Erfahrung. Es ging super schnell. Einmal hatte ich, glaube ich, gesagt, ich will sie nur einen Tick dunkler haben. Keine Dauerkoloration, aber es war am Ende eine Dauerkoloration. Meine Haare waren am Ende schwarz und da war ich schon sehr enttäuscht, weil ich dachte, wenn ich dann meine Haare mehrmals wasche, dass es dann irgendwie rausgeht, aber nach, ich glaube, 3 oder 4 Monaten war es dann erst raus und hat man so am Ansatz gesehen, es war nicht das, was ich haben wollte und das war schon für mich auch so, sagen wir mal, enttäuschend, dass man vielleicht mir nicht wirklich zugehört hat, was ich wollte und nach 2-3 Sätzen war es halt dann schon, ja, ich glaube, die Beratung, die tiefere Beratung, mehr Fragen zu stellen, hat mir wahrscheinlich auch relativ gefehlt an dem Tag. Ist ja eigentlich... Hättest du Wünsche? Also das finde ich ja spannend. Was würdest du, das war interessant, finde ich, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, entweder wurde mir nicht gut zugehört und ich würde das nochmal hinterfragen, wurdest du denn auch dementsprechend angesprochen? Also wenn du jetzt sagst, ich wollte eine Tönung und ich habe eine Farbe gekriegt, das ist ja gerade das Spannende. Ne? Da sind wir ja mitten in der Beratung und in der Kommunikation drin. Wie ist denn da dein Erfahrungswert? Weil für mich ist es immer so, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir euch Kunden reden lassen. Damit wir die beste Lösung für uns finden. Ne? Ja. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich bei den Mitarbeitern auch ein Zeitfaktor. Ich glaube nicht, dass viel Zeit eingeplant wurde. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch nicht mit Termin dahin gegangen. Ich habe gefragt, ob noch irgendwas frei ist, ob ich mich da hinsetzen kann und warten kann, weil es dann am nächsten Tag wichtig war. Da hatte ich ein Shooting und da wollte ich die Haare schön haben. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es dann daran lag, dass sie nicht viel Zeit hatten, mehr zu fragen. Ich meine, ich hatte die letzte Mal eine Erfahrung, okay, selbst bei nicht viel Austausch hat mir die Farbe dann am Ende gefallen, da war es okay. Aber dann war ich halt bei einem anderen Friseur, da dachte ich auch, es sei okay, wenn man halt einfach nur sagt, ja, ich hätte einen Tick dunkler als die Farbe hier. Und dann dachte ich schon, dass die schon wissen, was sie machen. Und man vertraut ja jemanden, der das schon seit Jahren macht. Und ja, ich glaube, das war eher so mein Gedanke, dass vielleicht nicht genug Zeit war, etwas vielleicht... Oder da hat sich jemand vertan. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es war vielleicht ein Zeitfaktor, der es wo gefehlt hat, wo wirklich eine Beratung hätte stattfinden können. Wäre die Zeit da gewesen, hätte man das vielleicht irgendwie anders regeln können. Aber das ist jetzt wieder so ein bisschen schon lange her, aber da könnte ich jetzt schon mal so reflektierend sagen, vielleicht lag es an der Zeit, ich weiß es nicht. Das ist ja natürlich ein total interessanter Punkt, ne? Glaube ich auch für euch da draußen, das natürlich wichtig ist, wenn ich auf jeden Fall was Größeres vorhabe. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will einen speziellen Haarschnitt haben, ich möchte mich gern verändern oder ich möchte meine Farbe verändern, dann wäre das natürlich schon so eine Essenz, wo man sagt, dann sollte man schon vorher abklären, was ist das für ein Friseur und wie viel Zeit hat der Friseur? Ja? Also es gibt natürlich, ich kann ja jetzt hier so schön beide Sequenzen bedienen, es ist ja einmal klar im Unternehmen festgelegt, wie viel Zeit habe ich für einen bestimmten Preis bei einem Kunden. Ja, und wir zum Beispiel, also ich kenne als Friseure, die haben für einen Schneiden, Föhn und ein Styling, haben die halt 30 Minuten oder 40 Minuten Zeit, wir haben halt 60 Minuten Zeit, aber bei den 60 Minuten habe ich halt hier schon definitiv 15 Minuten einfach nur für die Beratung eingeplant, ja, und da liegst du schon richtig, dass du sagst, wahrscheinlich hatten die gar nicht so viel Zeit, wenn das ein Friseur ist, wo du einfach reingehst, drankommst, dann ist es halt relativ schwierig, dann für den Friseur halt zu schauen, habe ich denn überhaupt die Zeit für so eine intensive Beratung? Also das ist für euch da draußen, glaube ich, extrem wichtig zu gucken, wenn es speziell sein soll, wenn es gut beraten sein soll, dann fragt es halt bitte an.
Ja, schon am Telefon, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder wenn ihr einen Genau. Termin macht. Ja, und vor allen Dingen, das ist für mich auch mit das Wichtigste. Also wenn ich die Erwartungshaltung habe, ich möchte ein großartiges Ergebnis, dann muss ich dazu auch den Rahmen schaffen. Und du hast so schön gesagt, Angie, ne, ich bin da so auf die letzte Rille zum Friseur. Und natürlich haben dann beide Seiten, also Berater wie Kunde, irgendwo von der Rahmenbedingung schon gleich eine Einschränkung. Und deswegen würde ich auch euch immer empfehlen, überlegt, was ist euer Bedarf, also welche Erwartungshaltung habt ihr an den Friseur, recherchiert, entweder über den Freundeskreis oder eben auch über Internet oder sonstige Informationen. Für was steht der Friseur, zu dem ich vorhabe zu gehen? Macht auf jeden Fall einen Termin aus und meldet schon beim Terminieren an. Ich brauche einen Rat. Ich bin noch nicht klar mit dem, was ich möchte. Ich habe gesehen im Internet, ihr werbt damit. Wir nehmen uns Zeit zur Beratung. Ich würde es gerne in Anspruch nehmen. Also so, dass sich natürlich der Friseur, der Berater darauf schon einstellen kann. Das finde ich extrem wichtig als Rahmenbedingung. Ne? Ja, absolut. Wie, nach was, Angie, nach was würdest du jetzt deinen Friseur raussuchen, wenn du dir jetzt einen Friseur suchst? Was sind das? Was sind deine Kriterien? Wäre das Beratung oder was ist das bei dir? Wahrscheinlich, also würde ich den Friseur gar nicht kennen und da wäre auch keiner von meinen Freunden da gewesen. Das, was ich mache, weil ich bin relativ technikaffin oder ich google den Friseur und da liest man meistens immer die Rezensionen. Sind die Rezensionen negativ, würde ich wahrscheinlich da nicht hingehen wollen. Sind sie positiv, würde ich ihn ausprobieren. Hätte ich dann ein positives Gefühl und wäre quasi glücklich raus mit schönen Haaren. Das wäre quasi so ein Indiz, quasi wieder dahin zu gehen. Aber was anderes habe ich jetzt nicht im Kopf, dass Ist ich jetzt da irgendwie. ja auch spannend, so für uns Friseure, ja, überhaupt mal zu sehen. Ne? Also, es ist ja so, wenn man, wir haben ja schon relativ lange Berufserfahrung und ich habe ja jetzt seit ja, 25 Jahren bin ich selbstständig, wo man sagt, ja, ich kenne ja die Zeiten, wo man gesagt hat, ja, ich bin jetzt an einem Salon vorbeigegangen und der hat mir gefallen. So vom Gesamtkonzept her, da ging ich rein oder ich gehe vorbei und schaue mir die Friseurinnen an und Friseure an. Wie sehen die aus? Sind die cool? Sind die hip? Entspricht das so meinem Style? Ja, und das ist ja auch, ich glaube, das ist auch wichtig, einfach jetzt hier zu sehen, okay, ich habe die neuen Generationen haben ganz andere Ansätze, wie sie ihren Friseur finden. Was natürlich nichts mit der Leistung an sich zu tun hat, aber die Auffindbarkeit ist natürlich erstmal ein ganz anderer Punkt, ne? Also, wie du das Spannend. sagst, also bei mir wäre das, glaube ich, das Letzte, wenn ich an einem Friseursalon vorbeigehe und reinschaue und gucke, ob die Leute hip sind, ist für mich kein Indiz, dass ich dann sage, okay, da lasse ich meine Haare machen, weil die cool aussehen. Ich würde wahrscheinlich, klar, mir würde auffallen, dass die Leute vielleicht cool aussehen oder der Laden super schön ist und Ambiente ist super. Ich würde aber trotzdem wirklich mich im Internet erkundigen, anhand von Rezensionen oder generell, ich meine, jeder in der Zeit, nicht jeder, aber viele haben halt ein Instagram-Profil, vielleicht beim Instagram mal vorbeischauen, was die für Ergebnisse liefern, Fotos vorher, nachher, um mir quasi so einen Eindruck zu verschaffen, was mich dort erwartet oder positiv oder negativ. Das wäre so quasi mein Gedanke. Würde ich mir jetzt hier in Berlin zum Beispiel einen neuen Friseur suchen, da würde ich wahrscheinlich erstmal selektieren, nach welcher Marke, so als, ja, da bin ich relativ offen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt kein spezifisches Schema, wo ich jetzt selektiere. Ich lasse mich halt meistens überraschen oder halt schaue wirklich halt nach Rezensionen. Okay. Wünschst du dir den ehrlichen? Wenn du jetzt, ja? Ja, Kerstin, nee, mach du zuerst. Ja, ich finde den Punkt so spannend. Also, wenn du jetzt deinen Friseur gefunden hast, und du sitzt jetzt dort, hast einen Termin ausgemacht, und jetzt sitzt ihr da und diese Beratungssituation geht los. Was wäre eigentlich jetzt dein Wunsch an den Berater, an den Friseur? Weil ich glaube, das ist ein Spiel entscheidend. Also was passiert jetzt? Mein Wunsch, also ich weiß nicht, sich vielleicht meine Haarstruktur erstmal anschauen, wie meine Haare sind. Sind sie kaputt, Okay. etc. Erstmal sich meine Haare wirklich anschauen.
ob da was schon koloriert wurde, ob da irgendwelche Restfarbe drin ist, was den ganzen anderen Vorgang kompliziert machen würde oder könnte. Aber ich glaube, ansonsten erst erfragen, was ich bis jetzt immer gemacht habe, welche Produkte ich verwendet habe, wäre vielleicht wichtig. Weil wenn ich zuvor immer DM-Produkte mit meinen Haaren, also meine Haare mit DM-Produkten gefärbt habe und sie dann quasi ihre eigene Farbe anwenden, ist vielleicht wahrscheinlich nicht das Ergebnis, was ich dann haben möchte. Was natürlich auch anders ist, wenn ich dann als bestes Beispiel, ich hatte, glaube ich, ein Foto mal mitgehabt. Rihanna hatte ihre Haare, glaube ich, auch zu diesem. Ich habe das Foto halt gezeigt und die Haare möchte ich halt so haben. Natürlich ist das dann nicht eins zu eins genau das, was ich dann haben will. Aber das habe ich dann innerlich auch gewusst, weil nicht jeder hat halt die Haarbasis, wo man die Haare dann so färben kann. Aber im Endeffekt war ich dann zufrieden und ich glaube, das ist so das Wichtigste für mich, dass sie nicht nur sagen, okay, sie möchte eine Tönung haben, dunkler als das, aber dass sie sich halt ein bisschen mehr mit meinen Haaren befassen, vielleicht auch mal anfassen, welche Haarstruktur ist es, um halt zu gucken, ja, dass es halt passt. Ich bin jetzt kein Friseur, ich könnte jetzt nicht wissen, was es jetzt ist, dann, wo man jetzt genau achten muss, aber ich glaube, wenigstens sich mal die Haare anschauen. Das wäre so. Aber ich glaube, das, was du beschreibst, das ist ja ganz häufig. Also ihr als Kunden habt ihr die Situation, ihr müsst irgendwie zum Ausdruck bringen mit euren Mitteln, ja, was ihr haben möchtet oder nicht haben möchtet. Und ich fand, als du eben angesprochen hast, ein Bild auszuwählen oder mal Bilder zu gucken, das ist etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, um einfach mal ein Gespür auch zu bekommen, wenn ich mir Bilder angucke, gucke ich mir immer dasselbe an. Also gefallen mir immer die gleichen Dinge. Oder bin ich noch total offen? Also, dass ich sage, mir gefällt dieses Bild, dieses Bild, dieses Bild. Also, dass ich selbst mein Gefühl dafür kriege, habe ich denn schon eine Vorstellung? Aha, ich will blond mit lang. Oder ich merke, ich habe noch so gar keine Vorstellung. Dass es eben auch wichtig ist, an den Friseur dann zu kommunizieren. Du, ich habe mir mal Bilder zu Hause angeschaut, aber ich habe eigentlich überhaupt gar keine Vorstellung. Und was ich auch toll finden würde, als Idee oder als Impuls für euch als Kunden, dass wenn ihr euch Bilder anschaut, ihr mal wirklich dieses Bild untersucht. Also was gefällt euch denn daran? Weil letztendlich sehe ich ja immer Looks. Ja, ich sehe irgendwie tolle Augenbrauen, ich sehe ein tolles Make-up, ich sehe tolle Haare, ich sehe Glanz, ich sehe irgendwie Glow auf den richtigen Stellen oder da, wo er nicht hingehört. Das heißt, ich sehe ja immer ein Gesamtbild. Und ich glaube, es ist auch wichtig, mal sich dem zu stellen, was nämlich überhaupt war, was mir an diesem Bild gefällt. Also, dass man das eben auch zum Ausdruck bringen kann. Was mir zum Beispiel auch wichtig wäre, ist, würde ich mir jetzt einen Pony wünschen? Oder ich sehe zum Beispiel, ich weiß nicht, wer hat einen Pony? Heidi Klum zum Beispiel, ihr steht ein Pony. Jetzt wäre die Frage, okay, ich finde ihren Pony total toll und hätte ich auch gerne. Aber ich würde dann hoffen, dass die Person, die mir den Pony schneidet, mich auch so gut berät und sagt, hey, du hast jetzt nicht so die Kopfform, wo ein Pony optimal wäre. Und ich glaube, da würde ich mir wünschen, auch dann beim Beratungsgespräch, dass mir dann vielleicht jemand davon abrät und nicht nur, weil ich einen Pony haben möchte, sie mir dann einen Pony schneiden, aber es dann im Endeffekt nicht so aussieht oder nicht so vorteilhaft ist für mich. Also auch eine gewisse Ehrlichkeit dann, oder? Ja, definitiv, definitiv. Ich habe nämlich auch lange Zeit im Verkauf gearbeitet und da war ich auch immer ehrlich. Hose stand jemandem nicht. Ich so, sorry, das ist einfach nicht dein Schnitt. Versuch mal was anderes, nur weil er dann die Hose oder das Oberteil haben wollte. Mhm. Dann haben sie sich ja natürlich auch am Ende dann gefreut, weil es ist dann immer so, okay, Leute wollen Provision machen, Leute wollen Geld verdienen, aber wenn es einfach nicht passt, sollte man auch ehrlich sein und sagen, hey, lass irgendwas anderes probieren. Ja, ich finde auch, weil es ist ja kein Verkauf, es ist ja ein Glücklichmachen eines Kunden. Ja. Ja. Aber sorry, wenn ich hier nochmal so reingrätsche. Für mich ist es einfach so, was ich jetzt hier merke, so als Friseur jetzt, ja, ist, dass auch du gar nicht, obwohl du super sprechen kannst, ja, also kommunizieren kannst, dass ihr wahrscheinlich gar nicht so richtig das Bewusstsein habt, wie gehe ich denn an einen Friseur ran? Ja, wie kriege ich, das war jetzt so ein echter Punkt und ich glaube, das ist was unsere User da draußen ja total interessiert, auch Kerstin für uns zwei, ne? Also
weiß nicht, ob du das jetzt auch so gefühlt hast, also so, naja, ich hätte vielleicht, dass der meine Haare und ich hätte vielleicht, dass der mir sagt, steht mir jetzt ein Pony oder nicht, also sprich, da auch richtig berät, aber hier müsste man, hier ist schon total interessant, überhaupt erstmal zu wissen, was ihr Kunden von uns als Friseure einfach erwarten könnt, ja, in so einer Beratung und dass ihr das auch einfordern könnt, ja, zumindest wenn ihr euch einen Friseur rausgesucht habt, der nach außen kommuniziert, hey, ich mache hier eine tolle Beratung, ich gehe genau auf deine Typologie ein, ich nehme mir Zeit für dich und ich habe wirklich daran Interesse, dass du am Ende das bestmöglichste Ergebnis hast. Also wirklich genauso toll aussiehst, wie du dir das wünschst. Ja? Und ich glaube, das ist ein Punkt für euch da draußen, der ist extremst wichtig, das auch einzufordern, das auch genau so zu kommunizieren, weil Schönheit ist natürlich auch ein Punkt, ich sag mal, da kann man sich natürlich auch schön wenden und wenn das nicht klar angesagt wird, dann ist man natürlich auch schnell geneigt, irgendwas, ja, und den Haaren fehlt Glanz. Warum? Ja, mich würde das total interessieren. Also wenn mir einer sagt, meine Haare sind kaputt, dann würde ich wissen wollen, warum und was ist die Lösung? Ja, also, aber auch dieses... Glatze. Ja, oder so. Ja, aber dieses wirkliche aktive Aufforderung. Ja, und Friseure sind ja nicht günstig. Ein guter Friseur sowieso nicht. Mhm. Und ich finde einfach, dass da ganz oft nicht klar ist, was ihr als Kunden erwarten könnt von einem guten Friseur und dass ihr es direkt auch ansprechen sollt. Ich glaube, da ist so dieses Zwischenmenschliche oft was blockiert, wenn man sagt, okay, bin ich jetzt zu forsch, machen die das dann noch gut? Ich weiß nicht, wie ist denn das für dich? Unangenehm, ja. Ist es schon? Also ich bin nicht die Person, die dann sagen würde, ja, solltest du nicht eigentlich meine Haare anfassen, mal fühlen, wie die Struktur ist? Ich würde dann wahrscheinlich das so unterdrücken, mir dann aber denken, aber es nicht laut sagen, weil ich bin nicht die Person, die so das so... Aber warum? Ja, also für mich wäre es persönlich unangenehm. Also warum? Das ist ja was. Meine Schwester würde es wahrscheinlich machen. Ja. Bin ich nicht der Typ zu, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wir müssen... Deshalb ist es unangenehm. Ja, ich glaube, wir müssen nochmal an den Begriff Ehrlichkeit gehen. Und ich glaube, wir müssen die Ehrlichkeit koppeln an Fachwissen. Also wenn ich jetzt nochmal an deine Pony-Geschichte gehe. Ich glaube, wenn du mitgeliefert kriegst, für dich ist ein Pony ideal, weil du hast genug Stirn oder für dich, ne, für mich wäre Pony nicht ideal, ich habe nicht genug Stirn. Ich habe gar keinen. Dann verstehst du diese Erklärung. Wir sind keinen. Ja, also dann verstehst du diese Erklärung, dann wird Ehrlichkeit gekoppelt an Fachwissen. Und ich glaube, dann entsteht auch ein Dialog. Wenn man aber natürlich sagt, du, nee, Pony, lass mal, oder ja klar, Pony, machen wir, hast du überhaupt gar nicht die Erklärung, warum, wieso, weshalb. Und das ist ja das, was du auch sagst, Sven, erklär's mir. Ja, und ich glaube, über diese Erklärung, also was kommuniziere ich eigentlich in der Beratung? Ja, was ist denn da überhaupt drin? Da ist letztendlich so die Wahrnehmung des Ist-Zustands auch drin. Was sehe ich alles? Ne? Ich sehe heute tolle Dinge. Also ich sehe, du bist geschminkt. Ich würde jetzt fragen, bist du immer geschminkt oder nur heute? Ja, um einfach eine Information von dir zu kriegen. Ja, ich sehe, also das, was ich sehen kann, du bist lässig gekleidet. Bist du das immer oder nur heute? Also, und dann auf einmal entsteht ja ein Dialog. Also ich glaube, ihr Kunden müsst uns fordern, indem ihr sagt, hallo, ich bin heute hier, ich habe noch keine feste Vorstellung, wenn das so ist, sag mir mal, was würde mir stehen, was ist deine Idee für mich? Und das ist ein echtes Fordern des Friseurs, weil jetzt muss er liefern, auf Basis des Ist-Zustandes. Ja. Also das wäre, glaube ich, so eine Frage, die ich jedem empfehlen möchte, der zum Friseur geht. Ich habe heute noch keine feste Vorstellung, deswegen sitze ich hier. Ja, was würde mir stehen und warum wäre das so? Ich glaube, dann entsteht Dialog. Perfekt, ja. Ja, aber wenn dann der Friseur zum Beispiel ganz viele Sachen vorschlägt, aber die Person dann immer Nein sagt und am Endeffekt eignet man sich dann auf gar nichts, was passiert denn dann? Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, es dann heißt, okay, dann lassen wir uns nur die Spitzen schneiden. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, es gibt
verschiedene Neins. Also es gibt einmal das Nein, Friseur, du hast mich nicht überzeugt. Und das kleinste Übel ist, ich lasse Spitzen schneiden. Da kann ich viel schief gehen. Ja, aber letztendlich gehst du mit dem enttäuschten Gefühl nach Hause. Wenn du am nächsten Morgen vorm Spiegel stehst, denkst du dir, naja, ich sehe ja wieder nicht anders aus. Eigentlich hatte ich einen Wunsch. Also ich glaube, es gibt dieses Nein. Veränderung. Ich bin überzeugt, wir lassen das mal. Ich glaube, es gibt aber eben auch das Nein. Ich verstehe den Sinn nicht, deswegen tue ich es nicht. Und es gibt mit Sicherheit auch das Nein, ich nehme dir das fachlich nicht ab, deswegen lass es heute nicht machen. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Neins. Warum es nicht, warum es manchmal dann nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geht, aufs Spitzenschneiden. Aber es gibt ja auch, ich meine, was man ja auch nicht vergessen darf, es gibt ja auch Kunden, Angie, die zum Beispiel sagen, ja, finde ich geil. Und ich erlebe das ja ganz oft, wenn ich am Stuhl bin, gerade wenn es größere Veränderungen sind und man, also der Typ, der da sitzt, sich schon sehr über seine Optik definiert. Ja, also sprich, für den diese Optik genau so auszusehen, sehr, 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 sehr wichtig ist, dass der dann unter Umständen Bedenkzeit braucht. Also es gibt die du sofort überzeugst, ja, und es gibt dann wirklich die sagen, ja, ich habe manchmal Gäste, die fragen mich wirklich ein Jahr lang immer wieder, was würdest du machen, ja, wenn das Stammgäste von mir sind, und ein Jahr lang berate ich die, ja, hoffentlich immer gleich, ja, damit es auch glaubwürdig ist, nein, na klar, aber und dann auf einmal sagen die, jetzt haben die einen Punkt, ja, wo die sagen, egal aus was für einem Grund auch immer, ja, im Leben, jetzt bin ich bereit für diese Veränderung. Also die brauchen diese Angewöhnungszeit. Also das Nein, wie du schon, ja, sagst, das kann so oft eine Bedeutung haben, aber auch das muss meines Erachtens nach ein guter Friseur hinbekommen, sich da reinzudenken. Und was auf gar keinen Fall passieren sollte, ist, dass der sauer ist, ja. Und das ist, glaube ich, das, Angie, was du jetzt im Hinterkopf hattest, was passiert, wenn ich immer Nein sage. Ist der Friseur dann, auf Deutsch gesagt, angepisst oder ist das halt nicht? Also ich höre raus, es gibt gar keinen, wie soll ich sagen, gar keinen roten Faden, also dem ihr folgt als Kunde. Und es gibt auch für euch Kunden nicht immer einen verlässlichen roten Faden, wenn ihr zum Friseur geht, was ihr von eurem Friseur erwarten könnt. Also das ist sehr individuell, ja, mal klappt die Geschichte, mal nicht, und das höre ich jetzt raus. Ich würde den Gedanken noch mit dazugeben wollen, dass der Friseur, glaube ich, dir als Kunden ein gutes Gefühl gibt, wenn er dich führt durch diese Beratungssituation. Also wenn er dich wirklich an die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, ich habe grundsätzlich vor, für dich ein großartiges Ergebnis heute zu erzeugen. Du sollst dich damit wohlfühlen. Es soll dir stehen. Und ich habe jetzt hier an dich, für dich ein paar Fragen, damit ich die beste Lösung letztendlich für dich finden kann. Ich glaube, sowas würde helfen, oder? Zu Sven oder zu mir? Auch zu dir. Zu dir, Angie. Okay. Also persönlich, yeah, definitiv. Ich glaube, ich würde mich auch wohler fühlen, wenn jemand weiß, wovon er spricht. Wenn ich zum Beispiel jetzt Haarschnitt wünsche, ich mich mit einem langen Bob zum Beispiel. Und yeah, da fragt mich dann der Friseur, ja, möchtest du denn Stufungen haben? Stufungen hört sich immer cool an, hört sich immer fesch an, aber ich persönlich weiß aus Erfahrung, ich mag keine Stufungen, weil meine Haare, wenn sie lufttrocken, wie man sieht, die gehen in alle Richtungen, und wenn sie dann kleiner geschnitten, also kürzer geschnitten sind als die Längen, sieht das halt bei mir nicht gut aus, und ich muss dann immer nachglätten, damit es dann halt gerade ist. Mhm. Und ich glaube, da würde ich mich, glaube ich, freuen, wenn jemand mir sagen würde, hey, wir machen das und das, ich mache das nicht, weil das dann so aussieht, und wir machen jetzt den Schnitt, nicht den, weil damit deine Haare, ich sehe, dass deine Haare dünn sind, wir wollen ein bisschen mehr Volumen schaffen, deshalb schneiden wir dort. Und ich glaube, da wird man auch wahrscheinlich dann denken, okay, die Person hat Ahnung, ich vertraue der Person, und ich würde sie dann auch schneiden lassen, weil ich dann das Gefühl habe, sie hat die Vision oder er hat die Vision und weiß ungefähr, wie es dann am Ende aussieht, damit ich dann auch dann im Endeffekt glücklich bin. Naja, wir machen es, also mal so als Erfahrungswert von mir jetzt am Stuhl, also wir machen es gar nicht so, dass wir sagen,
ich würde das schneiden oder ich würde das nicht schneiden, sondern wir machen es bei uns so, dass ich sage, wenn ich das und das mache, passiert das und das mit deinen Haaren. So. Oder wenn ich das und das nicht mache, passiert das und das mit deinen Haaren, beziehungsweise das mit deinem Typ. Also das ist das, was du, Kerstin, auch schon meintest mit ganzheitlich. Also sprich, wenn ich jetzt sage, ich habe jemanden, der ist von der Körpergröße relativ klein und der hat die Haare bis zum Hintern, dann wirkt der natürlich noch kleiner. Dann kann ich ganz klar sagen, wenn du jetzt 30 cm verlierst, wenn du größer wirken willst, ziehst dazu noch ein paar Heels an, ja, und hast eine schmale Silhouette, dann wirkst du größer. Willst du das? Ja, dann kann ich persönlich verwehre mich in dem Fall immer dagegen zu sagen, ich als Friseur kann einschätzen, was besser ist für euch Kunden. Das kann ich nicht. Ich kann sagen, was macht. Und ich persönlich bin immer sehr aktiv da, meine Kunden oder wir, unsere Kunden darauf hinzuweisen, zu sagen, okay, was macht denn das bei euch für ein Gefühl im Bauch? Weil auch das ist ja wichtig. Einfach mal zu spüren, was ist denn, wenn ich sage, ich sage jetzt mal, ich habe jemanden mit einem etwas rundlicheren Gesicht und sage, wenn ich dir einen Bob schneide, dann wird der breiter, dann wird dein Gesicht breiter. Willst du das? Ja, dann habe ich ja ein Gefühl, dann kann ich das ja als Kunde assoziieren. Ja, ich kann aber nicht sagen, es ist das Beste für dich, es nicht zu machen, weil wenn du sagst, ey, das finde ich total geil, ich will einfach mal so aussehen, ja, dann soll es so sein. Aber dann habe ich vorher gesagt, was es bei dir macht. Und ich glaube, das Auswählen an sich, dieses Besser, können wir als Friseure nicht entscheiden. Aber das denkt ihr Kunden ganz oft, dass das so ist. Und ich glaube, das ist nicht so. Ja. Und viele Friseure denken aber auch, dass sie wissen, dass das, was das Beste ist für die Kundin. Das stimmt aber nicht. Ja, das ist die Kombination, ne? Aus Fachwissen und Ehrlichkeit, ne? die wir eben schon angesprochen haben. Und das finde ich eben ganz interessant. Und das ist eben die Erklärung, was passiert, wenn ich das tue. Und ja, das wäre mein Wunsch, dass wir das für euch Kunden besser hinkriegen. Also vielleicht da auch als Erklärung, du hast mich ja vorhin gefragt, Angie, was ich beruflich mache. Und ich habe gesagt, jede Art von Trainings im Friseurbereich. Und ich merke, dass die meisten Trainings, die ich durchführe, immer noch einen fachlichen Hintergrund haben. Also wie färbe ich Haare, wie mache ich Strähnen, also wie arbeite ich wirklich fachlich. Aber bevor ich ja fachlich arbeiten kann, kommt ja die Kommunikation. Und indem wir jetzt hier miteinander sprechen, also merke ich, das ist so für mich, glaube ich, das, was es braucht, um dieses Wow im Friseurbereich auch bei euch Kunden auszulösen, euch da stärker an die Hand zu nehmen und eine Kombination zu finden. Ich führe dich, ich sag dir, was es macht, ich gebe dir einen Rat und erkläre das auch. Und ich finde, es ist auch interessant, nochmal zu hinterfragen, nach welchem Parameter berate ich? Also berate ich unter dem Motto Trend? Berate ich unter dem Motto Schönheit, Stimmigkeit und Ästhetik? Also das hat ja auch nochmal ein ganz neues Feld, was ich da aufmachen kann. Ja, also was ist es denn? Will ich Trend? Will ich auf jeden Fall so aussehen wie auf Social Media? Oder ist mein Bedürfnis, ich möchte schön, stimmig, jünger aussehen, also ist auch wieder ein neues Feld. Aber es gibt ja auch Praktikabilität, ne? Also ich habe, ja, ne, du hast auch ganz oft Kunden, ne, wo ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel eine junge Frau habe, die gerade Mutter geworden ist und die sagt, ja, also du Sven, also das Einzige, was ich im Moment habe, ist die Sorge, dass ich all die Zeit, die ich brauche, für mein Kind haben kann, ja, dann willst du natürlich nicht eine Stunde früh im Bad stehen. Und wenn du vielleicht einen Job hast, wo du um 6 Uhr auf der Arbeit sein musst, dann willst du auch nicht schon um 4 aufstehen, um dafür gut auszusehen. Also es gibt ganz viele Punkte, die vorher geklärt werden müssen, ja, gerade auch ein Styling-Aufwand. Ja? Also wenn ich Angie und mich jetzt anschaue, ja, das ist Duschen und Haare waschen und Luft trocknen. Und wenn ich dich da angucke, Kerstin, mit deinem toll. Heute ja. Also heute ja. Also jetzt, ich rede jetzt von dem Moment, was die User sehen. Ja, aber wenn ich jetzt Kerstin anschaue, die hat halt eine toll geföhnte Frisur. Die ist natürlich viel aufwendiger. Und das muss halt, auch das muss ein Friseur wissen. Ja, auch das ist oft ein Punkt, der nicht besprochen wird in der Beratung, wie viel Zeit ich für die Frisur, die dann am Ende entsteht, brauche, beziehungsweise für euch Kunden, wie viel Zeit seid ihr denn bereit aufzuwenden, und zwar ehrlich. Ja, also wenn ich 6-mal die Woche keine Zeit
verbrauche, ja, oder brauchen will für meine Haare, und ich sage dem Friseur, naja, ich habe aber immer 20 Minuten, weil ich mir einmal in der Woche 20 Minuten die Haare style, dann kann das eigentlich von vornherein nicht richtig werden. Ne? Weil ich ja dann 6-mal im Prinzip shit aussehe, wenn ich es nicht mache. Und der Friseur macht mir eine stylingaufwendige Frisur. Auch das ist ein Punkt, der ist extrem wichtig. Ja. Ja, das hatte ich auch mal bei meinen, viele wissen halt nicht, oh, die lassen sich die Haare kurz schneiden, oh, da muss ich nichts machen. Ich so kurze Haare, dann musst du erst recht stylen, damit sie auch irgendwie aussehen. Und ich hab's wirklich, irgendwann habe ich dann einfach nur noch wie jetzt eine Mütze angezogen, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, die Haare zu machen. Natürlich waren sie an den Seiten relativ kurz, aber oben halt lang. Und dann habe ich halt Locken reingemacht, toupiert, damit halt Volumen reinkommt, damit das hält. Aber irgendwann jeden Tag das Gleiche zu machen, war dann irgendwann zu anstrengend. Dann macht man einmal die Mütze, hofft dann, dass es schnell wieder nach rauswächst. Und ja, also das hätte ich vorher gewusst, dass es so viel Arbeit ist, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Also hast du es vorher nicht beraten bekommen? Ja, dann beim nächsten Aspekt. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, wir sind auch schon mit dem nächsten. Entschuldigung. Das Ding ist, ich habe relativ dünne Haare. Ich glaube, bei Leuten, die dicke Haare haben, ist es wahrscheinlich eher weniger ein Problem. Die machen dann einfach irgendwie so und die Haare sitzen. Aber bei mir war es halt viel aufwendiger, mal mit Rundbürste das Volumen einzuarbeiten und dann mit Pasten und Sprays das alles zu fixieren, war schon mehr Aufwand. Ich glaube, andere Leute, die eine andere Haarstruktur haben als ich, die sind wahrscheinlich super zufrieden und denen stehen auch kurze Haare, wo sie auch vielleicht aus dem Bett aufstehen und es sitzt einfach schon alles, aber bei mir war es halt leider nicht der Fall. Ja, und das ist der nächste Punkt für mich. Mein Interesse ist ja, dich heute nicht aus dem Salon zu schicken und du siehst heute wow aus. Mein Interesse ist ja, dass bis du das nächste Mal zu mir kommst, du mit deinen Haaren klarkommst. Also ich muss dich ja auch informieren, pass mal auf, wenn du in diese Richtung gehen willst, wenn du die Frisur so tragen willst, dann brauchst du zu Hause, ich nenne es jetzt mal Hilfsmittel. Du brauchst das richtige Produkt zu Hause, du brauchst die richtige Pflege zu Hause, damit es eben auch wow aussieht. Und ich glaube, dass wir da viel zu wenig drüber reden und das ist für beide Seiten fatal. Also für mich als Berater ist es fatal, weil ich nicht sichergestellt habe, dass du zu Hause glücklich bist mit deinem Haar. Und für dich zu Hause ist es fatal, wie du gerade gesagt hast, na, da muss ich halt 6 Tage die Woche eine Bürste aufziehen. Und da hat keiner was mit gewonnen. Und deswegen glaube ich, du hast vorhin ganz interessant gesagt, du warst schon auch in Kontakt mit Friseurprodukten. Wie empfindest du das denn, wenn du das beraten bekommst beim Friseur? Ist es für dich positiv oder negativ? Wie stehst du dazu, dass ich zu Hause auch was tun muss, dass ich Hilfsmittel brauche? Also ich sag mal so, Hilfsmittel, ich meine, es ist ja wie auch bei Männern mit, also ich kann jetzt nur reden mit den Hilfsmitteln, was ich vorher hatte mit den kurzen Haaren. Da hatte ich halt Haarschaum, da hatte ich Haarspray, da hatte ich irgendwie so, so einen Surfwachs, verschiedene Produkte, da habe ich mir, glaube ich, 2, 3 gekauft. Ich hatte jetzt keine Probleme, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch nichts gegen Produkte zum Anwenden. Ich meine, ich habe ja auch Kuren oder so Leave-In-Conditioner, was ich meistens immer benutze. Also wenn mir Produkte beraten werden, nehme ich den Tipp gerne an, weil es gibt so viele Produkte und da wünscht man sich jemanden, der dann zum Beispiel sagt, aus diesen 100 Produkten, die es gibt, würde das am besten zu dir passen und probier es gerne aus. Und ja, da wird man sich schon freuen, wenn man irgendwie beraten wird bezüglich dem Produkt, weil es gibt schon eine super, super viele Auswahl. Ich meine, ich benutze Aveda-Produkte, aber Aveda hat auch ein weites Spektrum und was passt dann zu meinen Haaren oder welches Bedürfnis würde man quasi damit in Anführungsstrichen stillen wollen. Aber es ist jetzt nicht so für dich, ich sage mal, es gibt ja da immer so die verschiedenen Seiten, ne? Also wir haben ja einmal das, der Kunde das Gefühl hat, er ist auf einer Verkaufsveranstaltung. Also das, ne, das hört man ja auch immer mal so, dass dann so das Ding kommt, ja, dass ihr Kunden da draußen denkt, naja, der Friseur, der will jetzt nur noch ein Produkt verkaufen und will noch ein bisschen Umsatz machen, ja. Wir aber als Friseure dann schon denken, oh scheiße, ja, sorry, die Bedienung, die ist jetzt schon ganz schön teuer. Und wenn, ich sage jetzt einfach mal, irgendwie kriegt man ja im Gespräch dann mit und dann denkt man vielleicht, Mensch, wer weiß, ob sie jetzt noch das Geld oder er jetzt noch das Geld dafür ausgeben will, zusätzlich.
Also das ist ja auch immer so ein Punkt. Wie empfindest du das? Hast du da so einen Berührungspunkt damit oder ist das für dich jetzt gar kein Thema? Ich meine, ich weiß, was du damit meinst, dass sich das quasi so anfühlt, als würde mir jemand irgendwie so einen Staubsauger verkaufen wollen, zusätzlich. Genau. Ich meine, schon wie du gesagt hast, wenn du das Geld hast, dann ja, aber wenn ich dann komme, ich habe jetzt zum Beispiel als Beispiel ein Budget von 100 Euro und der Schnitt kostet dann schon irgendwie, keine Ahnung, 8,90 und mit Trinkgeld und allem, und dann bin ich schon quasi drüber, und wenn dann jetzt noch irgendwas mir, ich will jetzt das Wort nicht sagen, aber jetzt angedreht wird. Doch, ist ja ehrlich, sehr wichtig. Ich hab zu Hause noch super viele Produkte. Ich meine, ich kann es verstehen, die Produkte müssen weg, da will jemand Umsatz machen, aber wenn ich es persönlich nicht... Ich finde es persönlich okay, weil ich weiß, dass jeder irgendwie sein Geld verdienen will, aber in meinem Budget ist es dann halt nicht drin. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn sie mich dann fragen, aber ich kann dann sagen, hey, nee, danke, ich habe noch meine ganzen Produkte zu Hause. Ich meine, andere reagieren dann vielleicht anders, aber kommt immer darauf an, was es dann ist. Wenn es zum Beispiel ein Produkt ist von einer Marke, die ich noch gar nicht kenne und ich begeistert bin, dann würde ich es mir wahrscheinlich zum Ausprobieren kaufen und dann wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin, im Internet nachschauen, ob ich es irgendwo günstiger bekomme, weil oder wer das sonst noch anbietet, wenn ich bei einem Friseur einmal gewesen bin. Aber das ist quasi so bis jetzt meine Erfahrung gewesen mit Produkten, und ich habe jetzt bis dato noch nie ein Produkt bei einem Friseur gekauft. Ja, ich glaube, das sind zwei Punkte, also aus meiner Erfahrung total wichtig. Also auf der einen Seite, glaube ich, wird von euch Kunden das Thema Produkt als Drucksituation im Salon empfunden. Ah, jetzt kommt diese Verkaufsveranstaltung und irgendwie muss ich mich dazu verhalten. Im Flugzeug, die Lottoscheine oder diese Genau, richtig. Also ich glaube, und dann überlegt man schon immer so die ganze Zeit, wie regel ich das jetzt als Kunde? Und das ist so schade. Also ich glaube, auf der einen Seite ist das eine empfundene Drucksituation von euch als Kunden. Und ich glaube, es würde schon ein Detail diesen Druck rausnehmen. Wenn ich dir sage als Berater, du, pass mal auf, ich habe Interesse daran, dass du zu Hause mit deinen Haaren klarkommst. Ich sage dir jetzt mal aus meiner Sicht, was du brauchst, und du entscheidest dich. Können wir so miteinander umgehen? Ich glaube, das würde den Druck schon total rausnehmen. Aha, die Kerstin will mir was anbieten, damit ich es gut habe. Und die sagt mir gleichzeitig, du entscheidest, wie immer du willst. Ich glaube, das nimmt den Druck schon mal raus. Ja. Ich glaube, der zweite Aspekt ist tatsächlich, jetzt bin ich wieder beim Fachwissen, dass es meistens dann gar nicht dazu kommt, jetzt bin ich wieder beim Dialog, mal zu erklären, du weißt du was, ich arbeite deshalb hier bei mir im Salon mit dem anderen Produkt, weil es das beste Ergebnis erzeugt. Deswegen habe ich die bei mir im Salon stehen. Und ich erkläre dir einfach mal, wenn du ein Profi-Produkt nimmst, dann kriegst du ein schnelleres Ergebnis oder ein intensiveres oder du hast eine Nachhaltigkeit, also die Wirkstoffe, die lagern sich länger am Haar an. Also ich glaube, auch da kommt man wieder gar nicht in dieses Fachwissen, weil der Weg gar nicht geebnet wird. Das heißt, ich muss doch eigentlich nur sagen, ich habe ein Interesse, dass du, Angie, tolle Haare hast. Ich würde dir mal erzählen, von dem ich glaube, das brauchst du, damit du dich entscheiden kannst. Und ich glaube, dann hast du den Druck weg und du weißt, ah, da meint es jemand gut mit mir. Das wäre mein Verständnis zu dem Thema. Ja. Also ich bin ja immer so ein bisschen, hin und her gerissen. Ne? Also ich bin auf jeden Fall ganz bei dir, ja. Kerstin, wie du es jetzt erklärt hast, ist es halt toll. Wo ich jetzt in der Salonerfahrung einfach bin und denke, okay, also oft ist ja das Thema Geld ist ja schon auch vordergründig. Und ich glaube, was halt auch wichtig ist, und das hängt ja mit dem zusammen, was wir die ganze Zeit besprechen, ist ja diese Grundehrlichkeit und diese Grundberatung. Ja, so. Und ich glaube, da kann ein Friseur oder können wir Friseure schon viel Vertrauen auch erarbeiten, auch was das Thema Produkte angeht, indem ich ehrlich kommuniziere mit der Kundin, egal ob das jetzt Typologie Beratung ist, als auch Produkt. Also ich persönlich sage nie, du pass auf, ich habe meine Marken, mit denen ich arbeite, ja, und bin da wirklich absolut
fein damit. Aber es ist natürlich trotz allem, ist es eine Frage, genau wie bei der Auswahl einer Frisur, ist das für mich das Gleiche bei einer Auswahl eines Produktes. Also sprich, auf was achte ich denn? Also das ist wie, gehe ich meine Lebensmittel im Bioladen kaufen oder, ne, oder auf dem Markt oder ganz normal im Supermarkt oder auf der Restaurantrampe. Also ich glaube, das ist, ne, das ist immer so ein eigenes Ding. Ich habe halt ganz viele Gäste, die zum Beispiel wirklich für die wichtig ist, was ist drin zum Beispiel? Aus was ist denn die Flasche gemacht? Ja, ist das schon mal recycelt? Wird das hinterher recycelt? Also die sind super nachhaltig orientiert. Aber es gibt natürlich auch die anderen, die sagen, du, pass auf, Haare, ich will zwar gut aussehen, aber Haare sind für mich vom Aufwand her eher wenig und ich bin auch nicht bereit, so viel Geld für die Pflege meiner Haare auszugeben. Klar, dann muss ich natürlich in der Pflicht sein, auch als guter Friseur, dann zu sagen, du, pass auf, okay, ja, aber das, das und das ist dann natürlich eingeschränkt gegenüber zum Beispiel deinem Salonerlebnis oder wenn du ein professionelles Produkt verwenden würdest. Willst du das oder willst du das nicht? Ja, und ich glaube, das nimmt den Druck raus. Ne? Und dann auch fair zu sein und zu sagen, du, pass auf, wenn du das Budget jetzt nicht hast, ja, dann gibt es vielleicht auch Alternativen. Da wartet ihr natürlich da draußen ganz oft, ja, okay, der müsste mir jetzt ja eigentlich mal was sagen. Das kann der Friseur nicht, da muss ich auch mal ein bisschen für die Friseure sprechen hier, weil das natürlich nicht funktioniert. Ich kaufe ja für unsere Drehs, für die Sendung ganz oft auch in Drogeriemärkten ein, um auch da irgendwie so die Hotpicks rauszuholen und zu schauen, okay, was ist denn hier auch wirklich von der Qualität so, dass ich es empfehlen kann. Und die Bandbreite ist riesig. Also es gibt so wahnsinnig viele Produkte mittlerweile, das hast du ja vor uns auch schon gesagt, Angie, wo du gesagt hast, ja, es gibt halt hier 100 Produkte und welches ist denn das jetzt eigentlich das Beste für mich? Und da gibt es auch immer nochmal eine individuelle Empfindung, also sprich das Haar an sich, wie nimmt das Haar überhaupt auf und auch die Empfindung, die der Kunde selber hat. Also findet der Kunde, ich sage vielleicht, dein Haar glänzt nicht, der Kunde sagt, naja, ich bin aber eigentlich total schön. Ja, so, also auch da ist ja nochmal... Genau wie bei der Auswahl der Frisur ist für mich auch nochmal der Punkt. Und ich glaube, wenn der Friseur so rangeht, dann ist auch euch Kunden mehr geholfen. Wie? Ich glaube, es ist noch was anderes, so wie du es sagst, mit der, ne, dass du das quasi auf alles eingehst und sagst, aber es ist halt was anderes, was ich schon erlebt habe. Du gehst in den Salon, deine Haare sind fertig und dann wird dann quasi nur auf die Wegbar verwiesen. Ja, brauchst du noch ein Shampoo? Ich dachte, nee. Ich habe Shampoos. Also es ist dann quasi auch eine Sache, wie du es quasi jemandem näher bringst oder schon währenddessen, während du eine Haarkur bekommst oder die Styling-Produkte eingefügt werden und nicht erst schon an der Kasse, ach so, brauchst du noch ein Shampoo? Nee, ich meine, klar, weiß, hat jeder Shampoo irgendwo zu Hause, aber ich könnte das anders... Ich hoffe, die Friseure hören das, Angie, was du jetzt gesagt hast. Ist ja so diese, ist genau wie die am Anfang, super Beratungsfrage, was willst du denn haben oder wie immer? Ja, ist genauso, brauchst du noch ein Produkt? Natürlich, kein Kunde braucht ein Produkt. Wir haben alle unsere Bäder vollstehen mit Produkten. Wir brauchen nichts. Ja, so, also der Bedarf ist auch hier überhaupt nicht, der ist nicht erfragt, der ist nicht erklärt und du hast keine Entscheidung. Natürlich sagst du, nee, brauche ich nicht. Ja, weil da denkst du an deine drei Shampoos, die du schon dastehen hast. Eins benutzt du, zwei nicht. Ja, so, ganz normal. Und auch da braucht es diese grundehrliche Kommunikation, ja. Und dort würde ich mir auch mal wünschen, dass eine Kundin einfach sagt, ey, mein Freund, ich habe so viel Shampoos, die brauche ich gar nicht. Ich hätte mich lieber mal ordentlich beraten als Friseur. Dann wüsste ich nämlich jetzt, ob ich das zu Hause habe oder nicht. Ja, auch da ist wieder dieses aktive Auffordern des Friseurs. Ich würde alles hinterfragen. Ihr geht viel zu sanft mit uns Friseuren um da draußen. Ihr müsst einfach viel, viel härter, viel, viel mehr Qualität einfordern, viel, viel mehr Wissen einfordern. Und dann gibt es auch ein ganz anderes Bild von einem Friseur. Und ich glaube, dann gibt es viel mehr glückliche Kunden nach dem Friseurbesuch. Ja, Angie, ich möchte das gern bestätigen, was du gerade erzählst. Das erlebe ich auch jeden Tag. Und ich wünsche mir... Oder, nee, ich muss andersrum sagen, wenn ich im Salonalltag dabei bin, ich habe manchmal auch Seminare, wo ich im Salonalltag dabei bin, das sind die tollsten Tage, weil das ist echt, das ist live. Und ich treffe auf eine Kundin, die schon sofort starr wird, wenn sie nur ein Produkt sieht und sagt, nein, nein, ich will nichts kaufen, du musst mir nichts hinstellen. Dann habe ich mir wirklich angewöhnt zu fragen, du, weißt du was, ich merke gerade, dich stresst dieses Thema. Hast du Lust, mit mir drüber zu reden, was dich in der Vergangenheit
also was für diese negative Reaktion gesorgt hat, ja? Welche schlechten Erfahrungen hast du schon gemacht? Und das würde ich mir wünschen, dass wir Friseure das tun oder du als Kundin mich forderst und sagst, weißt du was? Dich juckt das noch nicht mal, dass ich jetzt gar keine Lust auf Produkte habe. Ich will dir mal erzählen, was ich in der Vergangenheit schon alles erlebt habe. Ja, wenn ich in der Kasse stehe und werde gefragt, willst du noch ein Produkt mitnehmen? Das ist doch keine Beratung, Leute. Das könnt ihr doch besser. Und das würde ich mir wünschen. Also von den Friseuren wünsche ich mir, dass sie das anders gestalten und von euch Kunden, dass ihr wirklich einfordert, du Friseur, das ist mir gerade zu wenig. Du fragst mich ja noch nicht mal, warum ich es nicht will. Und dann entsteht der Dialog. Das wäre toll. Ja. Der andere Punkt ist dann natürlich, ich weiß, wie teuer die Produkte sind und ich weiß, sie sind gerade nicht im Budget und deshalb sage ich schon vornherein nein. Das könnte natürlich ein anderer Punkt auch noch sein. Hm. Naja, ist ja gut, ne? Das ist aber auch total in Ordnung. Also ich bin ja auch überall jeden Tag Kunde. Und wenn man mir ein Angebot macht als Kunde und wenn man mir erklärt, das und das wäre der Vorteil, deswegen sehe ich das Produkt bei dir, dann habe ich eine Entscheidungsgrundlage. Und das ist doch total in Ordnung. Ja, mal gewinnst du, mal verlierst du. Das ist für mich ein normaler Zustand, wenn Menschen miteinander zu tun haben. Und ich finde das vollkommen in Ordnung. Und ich treffe auch häufig auf Kunden im Salon, da muss ich einfach sagen, die haben tolle Haare. Ja, die haben im Moment keinen Bedarf und dann ist das doch wunderbar. Und das Erste, was ich dann mache, ist zu sagen, Mensch, toll, ich freue mich, ein Kunde, der zufrieden ist mit seinen Haaren. Also ich glaube, uns fehlt diese Lässigkeit im Umgang. Und woran das liegt, ich weiß nicht, ob das beidseitig schlechte Erfahrungen sind. Ich glaube, das ist der Punkt, mir fehlt gerne diese Lässigkeit im Umgang, unbedarft über Produkte zu sprechen. Erzähl mal, was findest du toll bei deinem Produkt zu Hause, was da im Badezimmer steht. Ich erzähle dir mal, was ich an meinem Produkt toll finde. Und lass uns doch einfach heute mal über Produkte sprechen oder über Haare sprechen. Also ich erlebe auch viele Friseurbesuche. Das ist unglaublich. Da wird überhaupt nicht über Haare gesprochen. Also ist es aber eher bei Kunden, Kerstin, ist es eher bei Kunden, die du schon kennst, sind das Stammkunden oder sind das eher neue Kunden, die nicht über Produkte sprechen? Weil wenn wir uns jetzt länger kennen und du wärst jetzt meine Friseurin, da würde ich dir das offen sagen, hey, du, das Produkt ist jetzt nicht meins, weil wie ist das Ananas? Aber würde ich dich jetzt nicht kennen und das wäre jetzt mein erster Besuch, ich glaube, das ist ja wie so eine Negativität, die will ich dann, da will ich nicht drüber reden, glaube ich, am ersten Tag. Das ist dann so, nee, ich will einen schönen Tag haben, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, hey, warum hast du mich das nicht gefragt? Es soll einfach smooth vorbeigehen und ich, ob Produkt jetzt hin oder her, aber ich bin dann jetzt nicht die Person, die dann sagen würde, ja, aber wieso hast du mir jetzt nicht das Produkt näher, wieso hast du mich jetzt nicht mehr beraten? Es ist dann so, auf Konfrontation bin ich dann auch nicht aus und dann wahrscheinlich ist auch der Punkt, dass ich es nicht anspreche. Aber das ist ja so ein, aber Kerstin, das ist ja schon mal so ein interessanter Punkt, ja, man merkt ja schon, dass wir Friseure ja in der Vergangenheit leider so einen negativen Vibe dann aufgebaut haben. Auch Angie, gegenüber euch Kunden, ja, wenn du schon davon ausgehst, nur weil du was nicht mitnehmen willst am Schluss, dass das dann für dich schon unter Umständen im Kopf eine Situation hervorruft, wo du denkst, dass dein Friseurbesuch nicht mehr happy abläuft, ja? Also das muss ja an uns Friseuren liegen, ja? Das ist ja der Punkt, weißt du? Also wir Friseure müssen dir ja dann nicht das Gefühl geben, hey, es ist mir total wichtig, dass du mir alle diese Dinge nennst. Weil wenn du jetzt sagst, beim ersten Mal, weißt du, da kann schon so viel schief gehen, weil das sind ja ganz viele Punkte und ich glaube, das sprichst du für ganz viele von den Leuten da draußen, ja? Dass die gar nicht beim ersten Mal, also dass die erstmal diese Persönlichkeit vor ihrem Bedarf stellen, dieses persönliche Verhältnis. Und ich glaube, das ist so ein ganz extremer Punkt, der da dazwischen steht, zwischen dem Kunden und dem Friseur. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich dann mit einem negativen Gefühl rausgehe, weil ich jetzt keine Produkte gekauft habe oder weil ich gesagt habe, das auch möchte ich nicht. Ich weiß ja, dass das quasi denen ihr Job ist, Produkte mir anzubieten und
also ich als Person weiß das und ich kann auch sagen, nee, ich brauche jetzt gerade nichts. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann unzufrieden rausgehe, aber ich bin ja trotzdem dann zufrieden mit meinen Haaren zum Beispiel. Hat ja nichts mit dem Service zu tun. Nur weil die Frage an den Produkten lag oder sonst eben. Weil du eben meintest, dass ich dann quasi den Salon verlasse, aber dann mit einem, ich glaube, unguten Gefühl, weil ich halt zu den Produkten Nein gesagt habe. Oder weil es halt. Nee, das war nicht auf das Produkt bezogen, das war auf die Situation an sich bezogen. Ne? Also so, dass einfach so eine Spannung entsteht, wenn man etwas nicht will. Ja, also ich meine, mir geht das halt manchmal im Restaurant so, ja, es ist ja so diese typische Frage, Produktfrage stelle ich immer mit, möchten Sie vorher noch ein Aperitif trinken? So, ja, das ist ja genau so ein Ding, ja, wo du sagst, okay, ist der Aperitif jetzt ein Rechnungsbooster oder gehört das bei mir zur Esskultur, vor dem guten Essen ein Aperitif zu trinken? Ja, so, also das ist, bei mir ist zum Beispiel ein ganz einfacher Grund, ich bin halt immer der Fahrer, ja, so, also das heißt, wenn ich keinen Alkohol trinke, wenn ich Auto fahre, kann ich nie ein Aperitif trinken und ich muss immer das Glas Wein ablehnen, es sei denn, es ist alkoholfreier Wein, ja, also, weißt du, also es gibt ja ganz viele Gründe, warum Dinge unter Umständen für denjenigen gar nicht in Frage kommen und die sind überhaupt nicht mit irgendwas belegt, sondern die sind einfach so. Ne? Und ich glaube, da bin ich bei dir, Kerstin, mit dieser Leichtigkeit, mit diesem, du als Kunde, Angie, hast doch nichts mit der Person an Friseur jetzt, weißt du, warum du das vielleicht nicht kaufst oder willst oder sonst irgendwas, weißt du, also ich... Das ist einfach, das gehört einfach dazu, darüber zu sprechen. Also man darf das gar nicht so belegen. Ne? Und ich finde auch andersrum müssen wir Friseure genauso daran arbeiten, dass wir diese Dinge, wenn du als Kundin sagst, wenn ich dir 5 Frisuren vorgeschlagen habe und du sagst dann, ja, du, aber okay, Spitzen schneiden, dann ist das halt so. Ja, das ist nicht negativ, das ist gar nichts, vielleicht bist du noch nicht so weit, vielleicht hast du einfach keinen Bock oder vielleicht sagst du, ey, jetzt hat er mich eine halbe Stunde beraten, ich hatte aber nur eine Stunde. Für den Besuch habe ich dem vorher nicht gesagt, ich muss aber zum nächsten Termin. Dann geht das gar nicht, weil der dir vielleicht sagt oder wir dir als Friseure sagen, du pass auf, aber wenn wir jetzt einen neuen Haarschnitt machen, dann dauert der nicht mehr eine Stunde, sondern 2. Ja? Also diese Lässigkeit, Kerstin, bin ich voll bei dir, diese ja. Leichtigkeit, die fehlt, glaube ich, ganz oft beiden Seiten. Ja, und helfen würde ja ein ganz einfacher Satz. Du, alles, was ich heute mit dir, Angie, als Kundin vorhabe, was ich dir heute anbiete, ja, soll bei dir Freude auslösen, soll bei dir ein gutes Gefühl auslösen. Und können wir so miteinander umgehen, dass in dem Moment, wo das nicht der Fall ist, dass du mir das einfach sagst. Ja, das wäre so für mich ein Leben von Lässigkeit, von Miteinander. Das ist ein schöner Türöffner. Ja, so würde ich es definieren. Ja, oder auch mit Friseuren, die, sagen wir mal, wo ich das Gefühl habe, die wollen nicht viel reden, deshalb frage ich auch nicht. Weil ich hatte auch mal einmal so eine Situation, ich meine, ich bin relativ kommunikativ. Für mich ist es so, wenn ich dem Friseur keine Fragen stelle, ist es so eine unangenehme Stille, die ich nicht will. Und ich erzwinge dann schon Fragen und frag dann meistens, und wie bist du zum Friseurberuf gekommen, was hast du alles gemacht, wie war dein Weg? Weil wenn dann einfach so eine Stille ist, empfinde ich das als unangenehm, aber ich weiß halt nicht, ob da die Person nicht reden will oder, und dann stellst du auch automatisch keine weiteren Fragen oder gehst halt nicht auf diese Beratung tiefer ein, weil du das Gefühl hast, okay, diese Person ist halt offline, sagen wir mal so. Aber auch da gibt es viele Gründe. Ja. Also ich habe zum Beispiel, ich hatte einen Kollegen, der sagt halt, aber der hat es dann so gemacht, mit dem habe ich das besprochen, den Mitarbeiter, und der war so, wie du es jetzt beschrieben hast. Das Ding war einfach, der war so introvertiert, und ein introvertierter Friseur wird es immer schwerer haben. Der hat die geilsten Haarschnitte dieser Welt mitgemacht, ja, aber der konnte es halt nicht kommunizieren. Wir haben uns dann mal hingesetzt, wir haben uns dann mal mit Kunden unterhalten, warum die zum Beispiel dann zu einer anderen Kollegin gegangen sind und dann haben die gesagt, ja, der schneidet geil Haare, aber der spricht halt einfach nicht. So, und dann haben wir es halt so gemacht, dass wir mit ihm das so abgesprochen haben, er konzentriert sich extrem. Mir geht das auch manchmal so, wenn ich mich total sehr konzentriere, dann kann ich zum Beispiel nicht lachen. Dann sagen manchmal die Kunden zu mir, ja, sag mal, was ist mit dir heute los? Hast du schlechte Laune oder was? Ja, ich habe nie schlechte Laune. Ja, ich bin nur angespannt, weil ich konzentriert bin. Und das mache ich, in dem Fall sage ich den Leuten das jetzt. Und der hat das auch so gemacht. Der hat ganz klar gesagt, jetzt pass auf, wenn ich dir einen geilen Haarschnitt mache. Der war in der Beratung dann, war der on. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt
bin ich nur für deine Haare da, jetzt brauche ich das, ich brauche das mental für mich, ist es okay für dich, wenn wir nicht reden? Ja, und von dem Tag an war das safe. Ja, von dem Tag an hat jeder Kunde gewusst, ey geil, der ist sogar noch konzentrierter als alle anderen, weil der ist, hat nur meine Haare im Fokus. Ja, aber das musst du natürlich wissen. Ne? Ja. Und das hast du jetzt gerade gesehen, wenn du das natürlich nicht weißt, na dann geht natürlich nichts. Ne? Dann habe ich so ein unangenehmes Gefühl, wo ich mir denke, okay, die anderen reden halt immer, hier ist irgendwas, ich so, fühlt man sich doch eventuell doch ab und zu unwohl. Naja, man fragt sich auch dann, liegt es jetzt an mir, ja? Das ist ja dann so, dass man dann irgendwie so selbst zweifelt, ne? Aber ich muss euch beiden mal sagen, es ist total... Aber es ist total spannend, mit euch beiden hier so diesen Talk zu haben, weil das sind ja wirklich genau die realen Situationen, wie man sieht, die ja ganz oft im Salon entstehen. Und es ist total spannend, von allen Seiten da mal so ein bisschen Aufklärung zu bekommen. Also schon mal vielen Dank hier an der Stelle, finde ich ganz cool. Ja, also ich glaube, es ist ja auch genau das Thema, was den meisten Redebedarf hat. Also wenn ich auf eine Party gehe und oute mich, ich bin Friseur, also ich könnte den ganzen Tag, wenn ich wollte, Haarberatung machen. Ja, warum? Ja, ich meine, der Kopf guckt ja auch immer irgendwie oben raus. Das wechsle ich ja nicht so wie ein T-Shirt oder ein Pullover. Und das ist ja immer etwas, was jeden Tag präsent ist und was ich jeden Tag im Spiegel sehe, womit ich jeden Tag aufstehe und abends auch wieder ins Bett gehe. Und das ist ja das, was es genau ausmacht. Ja? Wann fühle ich mich wohl mit dem, was ich da auf dem Kopf habe? Und wer kann mir dabei helfen? Der Friseur. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir in der Kommunikation mit euch Kunden viel klarer sind, viel mehr führen und auch immer so getrieben werden von dem Bild. Ich möchte, dass dieser Mensch, der da jetzt sitzt, großartig wieder aus meinem Salon geht und wenn er das nächste Mal wiederkommt, zu mir sagt, meine Haare, die waren super. Aber das bedingt, dass ich ein paar Dinge im Gespräch sicherstelle. Und wenn ihr Kunden merkt, dass wir Friseure das nicht tun, dann ist wirklich mein Wunsch, sagt uns, du weißt du was, du willst mir jetzt die Haare so und so schneiden, okay, aber ich habe nicht verstanden, warum. So, und du gibst mir Friseur, mir Kunde ein gutes Gefühl, wenn du mir das erklärst. Dann müsst ihr uns leider mit der Nase drauf stoßen. Aber es gibt halt super wenige, die halt dann wirklich so aktiv sind und dann nachfragen, hey, aber warum machst du das denn so? Ich bin zum Beispiel persönlich die Person, vielleicht, wenn es gibt ja, man ist ja direkt, man merkt ja, ob man auf einer Wellenlänge ist. Und wenn mir dann die Person, das heißt gefällt, aber wenn man dann ein positives Gefühl hat, dann bin ich auch offener und dann würde ich wahrscheinlich auch so fragen. Aber wenn das dann quasi so ist, wie eben beschrieben, dass dann nichts passiert, bin ich auch die letzte Person, die nochmal nachfragen würde, hey, warum machst du das denn? Es kommt immer darauf an, wie man sich versteht oder wie offen man dann gegenüber der Person überhaupt sein möchte. Vielleicht machst du es ja bis jetzt nicht, aber es wäre halt toll, wenn du wirst ja sicherlich, du kannst ja unser Gespräch hier nicht ausblenden, ja, und vielleicht wirst du in der einen oder anderen Situation irgendwann, wenn du wieder zum Friseur gehst, vielleicht mal denken, ah, okay, da war doch nochmal was, vielleicht probiere ich es ja doch mal und hast dann auch ein spannendes Erlebnis, weil ich glaube, beide Seiten könnten da total überrascht sein, also ihr als Kunden quasi und wir als Friseure auch und wir würden uns da glaube ich schon mehr Gedanken machen, weil alles das, was du jetzt schon als quasi Kundin, die der Friseur vorher nicht kennt, hast, ist ja für eine Stammkundin jetzt nochmal genauso ein großes Ding, weil Stammkunden wechseln nämlich meistens, also es gibt zwei Gründe, warum die den Friseur wechseln. Einmal, weil die wie immer kriegen und vielleicht auch gerne mal was anderes haben würden wollen. Oder weil sie sagen, ich kriege schon wie immer, nur der Friseur ist halt in den letzten 5 Jahren 3-mal teurer geworden. Ja? Also sprich, die kriegen das wie immer, was sie schon vor 5 Jahren hatten, nur für 3-mal teuren Preis. Und deswegen wechseln die. Also sprich, auch da ist der Bedarf ja genauso hoch. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Kerstin? Wie ist denn deine Erfahrung mit Friseuren da? Ja, ist die gleiche Erfahrung. Also ich glaube, jede Kundensituation hat seine Herausforderungen. Also ich glaube, bei der Stammkundin ist die Herausforderung, ihr immer wieder
zu signalisieren und vor allen Dingen ist auch zu leben, ich nehme dich immer wieder wahr und ich gebe dir immer wieder einen Impuls und du sagst mir, möchtest du den haben oder nicht. Ja, das kann sein, du, ich habe was Neues gelernt oder ich habe eine neue Haarfarbe, die wäre für dich toll oder ich würde den Scheitel mal so oder die Strähnen mal so setzen. Also ich glaube, es ist wichtig, immer wieder über Haare zu sprechen, weil deswegen kommen die Kunden zu uns, weil sie schön aussehen wollen, weil sie tolle Haare haben wollen. Und ich glaube, je länger die Stammkundenzeit schon ist, zwischen Friseur und Kundin, desto mehr wird das vernachlässigt. Und wenn dann diese Stammkundin noch mit Freundinnen spricht und die schwärmen davon, was sie für eine tolle Beratung bei ihrem Friseur bekommen, dann wird sie ja noch mehr mit der Nase drauf gestoßen. Oh, bei mir ist aber schon ganz schön langweilig geworden. Ich glaube, das ist eine Situation. Die zweite Situation, das ist das, über die wir auch schon viel gesprochen haben, ist die Neukundensituation. Ja, da habe ich eine ganz andere Herausforderung. Da muss ich ja erstmal überhaupt begreifen, womit fühlt sich Angie wohl, was ist ihr wichtig, was ist ihr nicht wichtig, wie oft will sie überhaupt im Jahr zum Friseur gehen, ja, damit ich die richtige Farbe auswählen kann, mit Ansatz oder ohne Ansatz, damit ich auswählen kann, was mache ich dir für einen Haarschnitt, muss der alle 6 Wochen nachgeschnitten werden oder ich sag mal, ist der auch noch ein bisschen länger tragbar. Das heißt, ich habe ja komplett anderen Bedarf, wenn ich eine Stamm- oder eine Neukundin vor mir sitzen habe. Aber beide haben für mich eine gleich hohe Herausforderung. Und das muss ich mir immer wieder bewusst machen. Deswegen möchte ich das absolut bestätigen, was du gesagt hast, Sven. Ja. Cool. Also ich denke auch, also ich glaube, das ist, es ist nur unterschiedlich, aber es ist beides gleich aufregend für alle Seiten. Und ich glaube, dass der Anspruch ist bei beiden natürlich extrem hoch, bei einer Neukundin als auch bei einer Stammkundin, und sollte das auch da sein. Also auch da wäre für mich auch die Aufforderung an die Stammkunden, einfach nicht diesen wie immer Friseurbesuch zu nehmen, sondern sich auch da mal, vielleicht, kommt drauf an, ich meine, wenn ich alle 4 Wochen gehe, passiert natürlich nicht so viel. Als Kundin, da habe ich als Friseur natürlich auch nicht so einen großen Spielraum, aber vielleicht sich schon aller Vierteljahre einfach auch mal zu fragen, hey, ist das jetzt noch das, was ich will, oder wie sieht denn meine Lebenssituation aus, oder whatever, ja, vielleicht habe ich halt auch mit einem Typen in Date oder was weiß ich denn, ja, irgendwas Neues, um da auch mal zu gucken, was geht denn eigentlich oder was geht nicht. Ja, ich glaube, es ist ein total tolles Gefühl als Stammkundin, wenn ich meinen Termin habe und mein Friseur empfängt mich und sagt, du, wir haben uns 6, 8 Wochen nicht gesehen. Toll, dass du heute wieder da bist. Ich habe das im Terminbuch gesehen und ich habe mir heute mal Gedanken gemacht. Ich würde dir gerne mal was Neues vorschlagen. Bist du dafür offen? So, und jetzt kannst du entscheiden, ich möchte das hören oder ich möchte das nicht hören, aber wir haben wieder einen anderen Zugang gehabt, also Berater zu Kunde. Und ich finde, das ist ja das, was es so besonders macht, ne? Sich immer wieder fein zu stimmen, immer wieder die Wahrnehmung zu schärfen. Laufe ich hier noch auf 100% oder bin ich schon ein bisschen müde geworden? Wäre natürlich schlecht. Nee, genau. Sollte nicht so sein. Friseure sind ja oft Leidenschaftler, also nein. Von daher. Aber ich hab noch ein spannendes Thema, Angie, jetzt vielleicht nochmal so an dich als Kundin. Hab ich schon hier und da mal angerissen, ist ja immer so doch relativ heiß, Preis. Ja, also yeah. Preis, auch da ist ja eine gewisse Klarheit beziehungsweise eine Budgetfrage vom Kunden. Auch das ist ja wichtig, beziehungsweise die Aussagekraft einer Preisliste beim Friseur. Wie ist denn da so deine Wahrnehmung so als Kundin? Also wie ich es wahrnehme, wenn ich eine Preisliste sehe oder wenn überhaupt gar keine Ahnung. Nee, überhaupt so das Thema Friseur, Preis, Transparenz, beziehungsweise sind die Preise zu hoch, sind sie nicht zu hoch? Einfach so dein Gefühl, wie du so zu dem stehst, was ein Friseur halt verlangt, wenn du zum Friseur gehst. Also zunächst einmal eine Preisliste finde ich wichtig, weil wenn ich ein Neukunden bin, würde ich ja nicht den Schock meines Lebens bekommen, wenn ich dann meine Karte zücken muss, welcher Betrag mir dann abgezogen wird. Ich meine, man kann das ja ungefähr auch einschätzen. Bei mir jetzt früher im Dorf
Dein Stadt, da war es, tut man sich so ein bisschen einschätzen, auch an der Preisliste. Ich weiß zum Beispiel, wie viel Bastian nimmt für seinen Haarschnitt. Da kann ich immer so Vergleiche ziehen. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt genau nochmal sagen soll, aber auf jeden Fall finde ich es super wichtig, dass Preise kommuniziert werden, weil ich hatte jetzt mal so einen Fall gehabt. Mich hat jemand nach einer Haarkur gefragt, habe ich auch gesagt, ja, aber die wurde dann berechnet, obwohl ich nicht wusste, dass die überhaupt berechnet wird. Das heißt, ja, willst du auch noch Haarkur? Ich so, ja, aber dann hätte mich vorher fragen können, hey, wenn ich dir Frock mache, das kostet dann so und so viel Euro extra. Und dann ist man natürlich dann verwundert, warum es dann am Ende so viel in der Summe ist. Ich kann es natürlich auch verstehen, hätte sie mir die Summe gesagt, hätte ich wahrscheinlich Nein gesagt. Aber das war dann so quasi über den Tisch gezogen. So hast du dich gefühlt. Ist ein tolles Paradebeispiel. Ja, auch das passiert ja schon mal. Ich muss auch sagen, auch das ist uns schon passiert im Salon. Ja, dass man drüber spricht. Es ist, also ich sag mal, bei Neukunden ist es klar, gibt es halt ganz klar einen Kostenvoranschlag, in Anführungsstrichen, der natürlich unter Umständen halt auch abweichen kann. Auch das muss man sagen, wir können natürlich nicht genau, also ich sage jetzt mal, wenn du zu mir sagst, Sven, ich möchte gern blond sein, dann kann ich dir sagen, du, Angie, pass mal auf, das könnte sich in der ersten Sitzung in dem Rahmen von so und so bewegen, ja, dann weiß ich aber nicht, wenn ich deine Haare vorher nicht kenne, brauche ich jetzt 5 Einheiten Farbe oder brauche ich jetzt 10 Einheiten Farbe, ja, also ich glaube das, aber da muss man, da kann man den Kunden schon irgendwo so eine gewisse Range nennen, ja, aber das Beispiel mit der Haarkur oder mit Closing, das sind ja so diese Paradedinge, wo der Kunde gerne denkt, okay, das ist jetzt mit dabei, oder der Friseur denkt, das mache ich jetzt mal noch, weil der Bedarf ist, aber der sagt, naja, klar, wenn ein Haarschnitt jetzt, ich sage jetzt mal wie like Basti, 100 Euro kostet oder bei mir, ja, nur ein Haarschnitt mit dem Styling, dann denkt man, naja, dann hat die Kundin vielleicht auch, dann ist es kein Problem, wenn die 100 Euro für einen Haarschnitt ausgibt, dann noch 25 Euro oder 35 Euro für eine Haarkur auszugeben. Aber es ist ein Problem. Ja, und das meine ich, genau das wollte ich hören, weil das nämlich genau die realen Dinge sind, die wir Friseure oft unter Umständen nicht ansprechen, aber wo ihr als Kunden, auch das ist wieder so ein Thema Kommunikation, ja, und Beratung, wo ihr auch nicht sagt, okay, ist es im Preis mit drin oder kostet es extra? Ja, also ich glaube, auch da ist wieder so ein Fragen erwünscht, ja, oder der Friseur... Ja, mir das sagt, um ehrlich zu sein. Also ich denke, hier sehe ich den größeren Punkt bei uns Friseuren. Ich glaube, das gehört schon mit rein. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du das, Kerstin? Wie ist denn das für dich so vom Erfahrungswert her? Ja, also für mich haben Kunden ein Recht auf Transparenz, absolut. Und ich sehe auch, dass ich als Gastgeber, wenn du meine Kundin bist, dafür verantwortlich bin, diese Transparenz herzustellen. Das kann ich tun, indem ich sage, oh, so, unsere Beratung ist abgeschlossen. Ist das für dich in Ordnung, wenn ich mal aufschreibe, was wir besprochen haben und wie dein Preis dazu ist? Und wenn es dich interessiert, sagst du, oh ja, gerne, das gibt mir Sicherheit und ein gutes Gefühl. Oder es gibt auch die zweite Reaktion, ach nein, brauchst du nicht. Ich vertraue dir, aber ich habe es sichergestellt, dass es hinterher kein böses Erwachen gibt. Also jeder von euch hat als Kunde hat ein Recht und so würde ich das auch als Kundin erleben wollen würden auf Transparenz. Also du siehst es auch klar so, dass du sagst, wir Friseure sind dort absolut in der Pflicht. Dort sollte nicht der Kunde fragen müssen. Auch das ist mal interessant für euch da draußen, einfach zu wissen, für euch als Kunden, ja. Also, weil ja, es ist ja auch manchmal die Situation, dass man dann hinterher sagt, du pass auf, du hast mir es jetzt drauf gemacht, aber du hast mir es nicht gesagt. Bin nicht bereit, das zu bezahlen. Ja, auch das, den Punkt gibt es ja. Ne? Und das ist dann auch wieder was sich Friseure einfach anschauen müssen, zu sagen, nee, ja, wenn es mir einfach gemacht wurde, ist es das Problem des Friseurs, wenn ich dem nicht zugestimmt habe. Aber das ist ja ein interessanter Punkt. Ja, also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Du hast gerade gesagt, wenn ich jetzt eine aufwendige Farbbehandlung habe, also wenn ich Angie jetzt blond machen würde, dann hat sie heute eine ganz andere Behandlung und einen ganz anderen Preis als vielleicht das nächste Mal.
Das heißt, ich würde sogar noch weitergehen und zu sagen, pass mal auf, Angie, dein Preis ist heute so und so viel Euro, weil wir heute den und den Aufwand haben. Du bist heute so und so viele Stunden bei mir im Salon. Ich brauche heute mehr Material, weil ich das erstmal in den Spitzen heller kriegen muss. Nächstes Mal machen wir aber nur noch den Ansatz. Das heißt, dein Preis ist heute X. Und wenn du das nächste Mal wiederkommst, brauchen wir vielleicht nur den Ansatz färben, dann hast du einen ganz anderen Preis. Das heißt, das erlebe ich auch häufig, wenn Kunden eine große Veränderung wollen. Ich nenne jetzt mal das typische Schlagwort Balayage, also was ja wirklich eine Farbbehandlung ist aus verschiedenen Einzelfarbdienstleistungen. Dann habe ich heute einen vollkommen anderen Preis als das nächste und vermutlich übernächste Mal, wenn ich wieder zum Friseur gehe. Und ich finde, das ist absolut wichtig. Und es ist auch manchmal ein Hindernis, wenn ich dir sage, du Angie, du musst heute 300 Euro bezahlen. Und dann denkst du dir, okay, wir lassen das gleich mit der Balayage. Wenn ich das jetzt ständig bezahlen muss, 300 Euro, das ist überhaupt nicht das, was mein Budget hergibt und was ich auch überhaupt nicht investieren will. Wenn ich aber sage, heute 300 Euro und nächstes Mal 80 Euro, so dann hast du eine klare, verbindliche Information. Und das ist meine Pflicht als dein Berater. Absolut. Okay, also da auch das ist ja wieder so ein Punkt, wo wir schon wieder ja auch bei der Beratung schlussendlich sind, dass ich sage, okay, was ist der Bedarf? Und du, Angie, jetzt oder als sagen wir mal Kundensprachrohr, müsstest dann sagen, okay, das habe ich mir vorgenommen im Budget, ja, oder das möchte ich gern haben oder das möchte ich eben nicht haben, ja. Auch das wäre so ein, Wunsch für mich als Friseur, dass wir ja oft überhaupt nicht das Budget des Kunden kennen. Und dort denke ich, wäre es halt auch wichtig, einfach vorher zu sagen, wenn ich fest auf einer gewissen Summe bin, dann muss ich das dem Friseur sagen. Ja, ist natürlich klar, der Friseur muss auch wiederum hier das Vertrauen nach außen senden und sagen, du kannst es mir sagen, ohne dass ich sensibel bin oder ohne dass ich sensibel reagiere. Ja, aber ich finde, auch da sind wir nicht als Friseure in der Position zu sagen, hey, aber das kannst du jetzt schon mal noch bezahlen oder das brauchst du jetzt unbedingt. Ne? Also ich hab Gäste, die kommen zu mir, die wissen, okay, Haarschnitt 100 Euro, Strähnen. Ja? Wenn ich jetzt Strähnen, habe ich natürlich eine Range zum Beispiel zwischen, sage ich mal, 50 oder 60 Euro, was Wirbelscheitelsträhnen sind, bis einen ganzen Kopfsträhnen, wo ich dann teilweise bei 180 oder 200 Euro bin. Weil wenn die Kundin sagt, ich habe halt nur 160 Euro, dann weiß ich, okay, Haarschnitt brauchst du unbedingt und dann sind es eben bei den Strähnen zum Beispiel, dann ist es halt nur ein Wirbelscheitel oder ich kann ihr sagen, okay, das kannst du dafür bekommen für den Preis. Willst du das oder eben nicht? Ja, und ich glaube, das ist sowas, was für mich auch in diese Beratung mit reinzählt, einfach dieses ehrliche Miteinander sprechen, dann auch hier wieder. Ja, das ist ganz oft ein Knackpunkt, wo sich, wie du es vor uns richtig, aber genau so, wie du es gesagt hast, ja, du hast dich über den Tisch gezogen gefühlt, weil du eine Kur bekommen hast, wo dir wahrscheinlich der Bedarf gar nicht erst erklärt wurde, ja, weil schön im Becken mal schnell drauf gemacht, da kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Bedarf erklärt wurde, ja, warum brauchst du die jetzt, ja, oder dass du eben sagst, und dann muss ich dafür noch eine Menge Geld bezahlen, also sprich, aber nicht einen Preis gesagt bekommen, ja. Das ist das gleiche Beispiel mit dem Föhnen. Ich weiß nicht, ist das bei Friseuren normal, dass wenn man sagt, selber föhnen kostet nichts, aber wenn es jemand föhnt, dass man dann extra berechnet? Das weiß ich jetzt nicht. Wie sieht das da aus? Ja, ich finde, das ist ein so wichtiges Thema. Absolut. Also aus meiner Sicht, das ist so unglaublich wichtig, das Thema Styling. Ich persönlich, also erstmal ja, es ist normal, weil du bezahlst ja die Zeit, die du im Salon bist. Es ist ja ein Handwerksberuf und ich sag mal, die Währung im Handwerk ist eben der Zeitfaktor. Das heißt, du bezahlst mehr Geld, wenn du bei mir 2 Stunden im Salon bist oder wenn du eben 1 Stunde im Salon bist. So, das ist die Währung. Aber für mich ist die qualitative Komponente, also den Mehrwert, den du hast, ein viel größerer. Für mich ist immer die Frage, föhnen ja oder nein, die beantworte ich immer mit der Gegenfrage, wie viel Perfektion möchtest du haben zu Hause im Umgang mit deinem Haar? Wenn du es einfach haben willst, wenn du ein gut fallendes Haar haben willst, also wenn du eine Perfektion erwartest, dann empfehle ich dir immer im Salon mit Styling und Frisur.
Weil ich sag mal, im nassen Haar schneide ich die Basis und im trockenen, geföhnten Haar schneide ich die Perfektion. Und das merkst du als Kundin daran, dass der Haarschnitt dann doch mal 2-3 Wochen länger hält, weil es am Ohr nicht so dick ist, weil da habe ich noch ausgedünnt im Trocknen. Ich habe dir Styling-Tipps gegeben. Also das meine ich alles mit Perfektion. Und für mich ist gar nicht die Frage, will ich dich föhnen, sondern für mich ist die Frage, wie viel Perfektion möchtest du zu Hause haben? Und ich sehe ja, du hast Locken, beziehungsweise du hast gesagt, deine Haare sind im Trockenen auch anders als im Nassen. Meine Haare sind manchmal glatt. Das ist jetzt eher so. Also, du machst sie glatt, ja. Corona-Fall, das ist die einfach Luft trocknen lassen zu Hause, weil ich meine Haare nicht nötig schädigen will, das lasse ich sie zu Hause mal Luft trocknen, um halt weniger Hitze dran zu haben. Das ist der Grund, warum ich dann Locken bekomme. Aber es stört mich gar nicht mehr. Ja, aber kannst du damit was anfangen, mit der Erklärung, die ich dir gegeben habe? Also, dass es für dich zu Hause einen Unterschied macht, ob ich im Nassen und im Trocknen und im Geföhnten, im Gestylten nochmal deinen Haarschnitt kontrolliere, als ich sag mal, du kriegst einen Haarschnitt und gehst mit feuchten Haaren raus. Das wäre für mich der Qualitätsunterschied. Ja, also ich würde dann wieder selektieren, weil wenn ich dann Schnitten bekomme, ist es für mich irrelevant, ob ich jetzt selber föhnst, weil ich weiß nicht, was für ein Preis ist für föhnst. Da denke ich mir so, meine Haare sind super dünn, die sind in einer Minute geföhnt, wenn du sie jetzt föhnst, warum muss ich jetzt so einen krassen Aufpreis zahlen, nur um die Haare zu bekommen? Wenn ich sie am Ende wieder in den Kopf packe oder Mütze oder ein Dutt oder sonstiges, ist es mir quasi den Preis, den ich dann zahlen muss, nicht wert. Wie du schon sagtest, würde ich jetzt irgendwie einen coolen Haarschnitt bekommen und ich würde danach noch irgendwo hingehen, auch so nach Hause und ins Bett, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber es kommt dann natürlich immer darauf an, was ist mein Ziel am Ende des Tages? Will ich nach Hause gehen und dann sieht mich eh keiner mehr damit und ich müsste das, klar, es ist natürlich cool, sowas dann zu sehen, wenn es fertig ist. Aber dann ist halt die Frage, okay, die haben jetzt gemacht. Ich habe es zu Hause eh nicht so zu föhnen, wie du es mir gemacht hast. Warum muss ich jetzt den Preis zahlen? Aber da stecken ja schon wieder ganz viele Wahrheiten drin. In eurer beider Kommunikation. Ja, jetzt kann ich natürlich wieder sehr schön als aktiver Friseur dazu sprechen. Also es ist zum Beispiel so, ich bin kein Föhner. Ja? Und ich weiß genau, die Frage, die du dir stellst, Angie, die stellen sich wahrscheinlich eine ganze Menge meiner Kunden. Ja, der ist hier in 7-8 Minuten fertig mit Föhnen. Ja, und dann zahle ich hier in komplett. Du zahlst nicht das Föhnen. Was du zahlst oder was ihr Kunden da draußen bezahlt, ist das komplette Ergebnis. Und ich zum Beispiel bin jemand, der sagt, okay, wenn ich die Haare, ich brauche die Haare trocken, nicht weil ich dir einen Föhnaufpreis berechnen will, sondern ich brauche die Haare trocken, weil das gehört einfach zu meinem Haarschnitt. Also sprich, wie du es schon gesagt hast, Kerstin, ich mache eine Basis, die mache ich im Nassen. Aber ich brauche das Haar trocken, um am Ende noch zu personalisieren, also sprich zu personalisieren, um genau zu sehen, wie fällt denn dein Haar in einer bestimmten Situation, wie fällt dein Haar organisch. Ich rede jetzt nicht davon, wie du es gerade im Gefühl hattest, Angie, dass du sagst, ja, wenn der mir jetzt hier ein geiles Lockenstyling macht und ich gehe nach Hause und ins Bett, sieht das ja keiner. Ja, darum geht es nicht. Das ist für mich nochmal ein extra Punkt, das ist ein extra Styling. Ja, sondern dieses Trocknen, egal in welcher Form das passiert, ja, brauchen wir Friseure, wenn es ein guter Friseur ist, der am Ende nochmal deinen Haarschnitt checkt, dann braucht er zum Haarschnitt ein trockenes Haar. Und die Trockenzeit, ob du das jetzt als Föhn bezeichnest oder als Trockenpusten bezeichnest, ist vollkommen egal. Da kommt der Faktor Zeit einfach wieder dazu. Also sprich, du zahlst die Stunde, du zahlst nicht das Föhn oder du zahlst diese 30 Minuten oder wie auch immer der Friseur kalkuliert hat. Das zahlt ihr als Kunden da draußen. Du zahlst nicht separat einen Haarschnitt und du zahlst nicht separat in Föhn. Das ist, glaube ich, sowas, was entstanden ist aus diesem, Cut and Go, aus dieser Welle, die damals war, dass man das einfach weggenommen hat, um zu rechtfertigen, warum auf einmal ein Haarschnitt nur noch 10 oder 15 Euro kostet. Na, so, und das musst du immer im Kopf haben. Also das, was Kerstin sagt mit diesen, wie viel Qualität, wie viel Perfektion willst du denn? Das gehört alles zum Haarschnitt. Du kannst einen Föhn nicht bei einem Haarschnitt wegnehmen. Ich habe auch Kunden, die gehen einfach nass, die haben Locken, die sagen, ja, du, wenn du mir die föhnst, sehe ich einfach nicht so schön aus, weil mein Haar mir zu sehr aufgeht. Ja? Aber das hat nichts damit zu tun, dass die dann weniger zahlen. Sondern dann schiebe ich die an, dann mache ich die mit einem
Zebertuch trocken die Haare, dass ich das Spannungsverhalten des Haares sehe, dass ich das Volumen sehe. Ja, also das hat nichts. Ich glaube, das ist kein Punkt, der ein Preisbooster sein soll, sondern das ist wirklich ein Punkt, dass ein guter Friseur, wenn der einen geilen Haarschnitt macht, dann muss der irgendwo trocken sein, der muss den sehen, weil das ist genau das Zurechtkommen zu Hause. Weil ich zum Beispiel überföhne auch Haare nicht, wenn ich einen neuen Haarschnitt mache. Weil wenn ich die überföhne, kann ich nämlich nicht mehr personalisieren, weil dann sehe ich nämlich gar nicht richtig, wie das Haar zu Hause fällt. Deswegen föhne ich so lasch. Ja? Wenn eine Kundin zu mir kommt und sagt, du Sven, aber heute möchtest du mal ordentlich föhnen, weil ich gehe heute Abend noch aus, dann weiß ich genau, okay, ja, dann mache ich die ein Stück weit trocken, personalisiere meinen Haarschnitt und dann kriegt die halt nochmal extra Spannung geföhnt, Volumen geföhnt oder eine Welle oder whatever. Ja, also das ist ein extra Punkt. Aber für einen geilen Haarschnitt braucht es von meiner Sicht her als Friseur einfach wirklich auch einen trockenen Zustand. Also wenn ich dann noch was dazu sagen kann, es ist natürlich dann, klar, ich verstehe es, ne? jetzt macht es auch Sinn, aber das wusste ich heute nicht. Vielleicht viele genau, Leute, genau. Deswegen ist die Haare so fertig geschnitten und dann fragt dann die Friseurin, soll ich sie föhnen oder selber föhnen? Und dann ist es natürlich so, okay, ich föhne selber. Aber die erklären dann nicht, hey, ich würde sie dir gerne föhnen, weil ich sehen will, wie die Haare sitzen, ob ich vielleicht noch irgendwas nachschneiden muss. Diese Kommunikation kommt halt nicht und die fehlt dann wahrscheinlich auch. Das ist in dem Sinne. Ne, ist das, warum wir heute hier sitzen. Naja, und das für die Leute da draußen einfach mal so besprechen, weil genau das sind die Punkte. Ne? Weil das ist das, jeder denkt, das ist wie bei einer Haarkur, ja? Brauche ich die jetzt oder brauche ich die nicht? Oder warum brauche ich die? Ja? Wenn du es erklärt gekriegt hast, hast du eine Wahl. Bei einem Haarschnitt hättest du die bei mir nicht, muss ich jetzt auch sagen, weil da ist es für mich eine Einheit. Du wirst auch nicht weniger zahlen. Ja? Wenn man jetzt denkt, es ist ein Preisbooster, ist es nicht. Ne? Aber da fehlt ja halt die Kommunikation, weil wenn ich weiß, es kostet nicht extra, natürlich lasse ich dann die Haare föhnen. Ja, ist einfach so. Ja. Ja. Wobei auch da muss man sagen, musst du oder müsst ihr einfach draußen als Kunden wirklich auch gucken, wie ist das vom Preis her. Bei uns ist es halt drin, weil ich es genau so sehe. Also du wirst immer einen Styling bekommen. Ja. Es gibt, ich weiß aber auch, dass es Friseure gibt, die nochmal zusätzlich einen Aufpreis dann verlangen, wenn die zum Beispiel jetzt ein Lockeneisen nehmen und ja noch ein paar Locken machen. Ja? Also das habe ich jetzt in der Kalkulation nicht drin, aber da muss man sagen, das ist Friseur wirklich friseurabhängig, wie die Kalkulation da jetzt auch vom Zeit und auch vom Aufwand her ist. Also das, da müsst ihr ein bisschen aufpassen draußen, da müsst ihr auch mal nachfragen. Ne? Bei uns ist es halt mit drin. Ja, du hast eben noch so was Schönes gesagt, Angie, da stehen mir immer so die Haare zu Berge. Ich glaube, wir Friseure sind zu sehr in Floskeln. Also das kann die Floskel sein, was machen wir heute Schönes? Ja, also statt Beratung die Frage an dich zu verorten, was soll ich für dich tun? Das ist für mich eine Floskel. Genauso wie die Floskel, soll ich es dir noch föhnen? Also wenn du keinen Mehrwert dahinter siehst, dann kannst du nur sagen, ja, warum soll ich es föhnen lassen? Wo ist mein Mehrwert? Nö, mache ich nicht. Ja. Oder aber auch so eine tolle Floskel ist, sollen wir heute noch eine schöne Kur machen? Also das hast du bestimmt auch schon mal beim Friseur gehört, wo du überhaupt nichts mit anfangen kannst als Kundin. Also wenn, muss ich dir die Erklärung geben, du, ich sehe, dein Haar ist trocken spröde. Ich habe eine Idee für mehr Kennbarkeit, mehr Glanz. Möchtest du? So, und dann wird für dich ja wieder Klarheit und ein Schuh draus. Also ich nehme einfach wahr, bei dem Gespräch, was wir hier führen, wir müssen uns mehr Mühe geben, mit euch den Nutzen zu erklären und warum wir euch Dinge anbieten. Was ist das Motiv dahinter? Also das habe ich heute schon mehr als einmal gedacht und hat sich jetzt auch gerade wieder bestätigt. Und ich glaube, das hilft euch auch weiter in der Entscheidungsfindung. Ne? Will ich diese Kur jetzt haben? Will ich wirklich Glanz und Kennbarkeit haben? Oder nee, mir ist es heute gerade nicht wichtig, ich habe den Bedarf nicht. Nein, danke, möchte ich nicht. Ne? Also ich glaube, das ist ein tolles... Eine tolle Lehrsession für alle Seiten. Ja. Ich hoffe, ihr Endverbraucher, ihr als Kunden nehmt ganz viel mit und ich hoffe, dass sich das Video auch eine ganze Menge Friseure mal anschauen. Ich glaube, hier kann man sehr schön seinen eigenen Friseuralltag widerspiegeln und ja, Friseur ist ja ein Job, der sich immer weiterentwickelt und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte,
in der heutigen Zeit, dass man da wirklich an sich arbeitet, um da einfach ein Stück weit mehr, noch mehr mit euch Kunden in Kommunikation und in Gespräche zu kommen, glaube ich, ja. Habe ich dich jetzt so verblüfft, Angie, dass du gar nichts mehr sagst, oder was? Nee, ich habe gerade zugehört und gerade war ich abgelenkt und habe mir das Bild im Hintergrund angeschaut. Ja, also denkst du, dass wir Friseure mehr kommunizieren sollten und klarer? Definitiv. So wie Kerstin schon gesagt hat, mehr Transparenz würde ich mir schon wünschen, ja. Allein schon das Beispiel, was du eben genannt hast, Kerstin, mit der Haarkur. Wenn du mir erklärst, dass meine Haare trocken sind und ich eine brauche, dann habe ich wenigstens die Option, ja oder nein zu sagen und weiß, was mich dann erwartet. Vielleicht, auch wenn es jetzt für euch jetzt nicht so ist, aber auch zum Beispiel auch zu sagen, hey, das kostet dann so und so viel extra, so dass man quasi schon in dem Sinne bewaffnet ist, was dann auf einen zukommt und es ist dann am Ende keine bisschen Überraschung gibt, weil die habe ich dann schon erlebt und es war halt, weil es nicht kommuniziert wurde und weil es halt nicht transparent war. Ja, ich glaube auch nochmal zu dem Thema, einfach preisabschließend zu sagen, wir bewegen uns ja mittlerweile, ich sag mal, bei exklusiven Friseuren auch in einer Preisrange von mehreren 100 Euro. Und das ist jetzt nicht gewertet, ob jetzt 100 Euro, 20 Euro oder 300 Euro viel sind. Ja, das muss jeder für sich selber, glaube ich, wissen, was er als viel oder nicht viel erachtet für seine optimale Schönheit. Ja, oder was er bereit ist zu bezahlen oder was er auch bezahlen kann. Aber schon diese Sensibilität, dass das nicht mal einfach mehr so ein bisschen, naja, dran rumschneiden und dann bezahle ich mal, ist, ich glaube, das ist auch hier nochmal ganz deutlich und das ist auch wichtig, dass da beide Seiten die Sensibilität mitbringen, also einmal, dass Friseur wirklich auch ein anspruchsvoller Job ist, ja, aber wir Friseure natürlich auch wissen, okay, ja, also es ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz, wir müssen da ganz sensibel vorgehen und ganz klar vorgehen mit unseren Kunden, dass die super aufgeklärt sind, dass die auch wirklich einen ganz hohen Anspruch an uns haben. Also das bedingt sich immer beides, glaube ich. Ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, ne, für uns. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, wir Friseure, da geht noch was. Genau. Also was wir auf jeden Fall machen werden, Kerstin, ist, glaube ich, dass wir mal so einen Leitfaden, ich denke, den werden wir euch hier im Video ein Stück weit anhängen, dass ihr den massiert oder einblenden, dass ihr wirklich seht, okay, das solltet ihr als Kunden einfach bei einem Friseur schon mal so im Kopf haben, was ihr tun könntet. Und dann müsst ihr natürlich situativ irgendwo ein Stück weit entscheiden, ja, hier ist ein guter Vibe, ja, hier ist ein guter Flow zwischen Friseur und mir und ich glaube, hier bin ich an der richtigen Stelle, ja, beziehungsweise das vielleicht auch schon mal vorab in dem Gespräch abklären und um euch auch die Entscheidung einfach offen zu halten, ja, das ist es dann und hier bin ich auch bereit hinzugehen, hier habe ich das Vertrauen und hier bin ich auch bereit, das Geld zu bezahlen, oder? Kerstin, was hältst du davon? Ja, Gesprächsleitfaden finde ich gut. Dann habt ihr für euch auch schon mal ein paar Impulse, ein paar Gedanken, die euch auf die richtige Spur führen. Was macht denn alles einen erfolgreichen Friseurbesuch aus? Also manchmal ist es ja auch so, du gehst aus dem Salon raus und denkst, ach Mensch, habe ich doch vergessen zu fragen. Oder jetzt haben wir wieder das Gleiche gemacht, weil ich eine bestimmte Frage nicht gestellt habe. Also ich glaube, ein Gesprächsleitfaden, wir nennen das jetzt einfach mal so, es klingt ja ein bisschen technisch, aber ich glaube, das ist etwas, was nur zu guten Ergebnissen führen kann. Finde ich gut. Schreiben wir. Ja. Wie wäre das für dich, Angie? Würdest du sowas annehmen? Wäre das was für dich okay wäre, wo du sagst, okay, ja, das kann ich mir vorstellen, aus diesem ganzen Gespräch heraus, was wir jetzt so geführt haben? Definitiv, ja. Schön, weil das ist ja mein Ansatz, weswegen ich den Kanal hier betreibe, dass wir ja so ein bisschen die Rollen auch wechseln, dass wir alle auch ein bisschen sehen, okay, wie denkt die eine und wie denkt die andere Seite, um dafür alle irgendwo ein Stück weit einen Mehrwert zu generieren. Und deswegen war mir das auch so wirklich extrem wichtig, dass wir mal so eine Situation haben, wie wir sie jetzt haben, dass wir einfach über diese Dinge sprechen, dass wir mal einen realen Kunden haben, den wir hier in dir haben und die Kerstin hier als Profi,
der Friseure ausbildet und der, ja, wo ich auch hier in unserem Gespräch schon wieder ein Stück weit dazugelernt habe, weil es ja doch schon spannend ist, zu hören, wie jeweils der andere denkt. Ich glaube, das ist echt eine schöne Sache und dafür danke ich euch natürlich ganz dolle sehr. Ja, danke, dass du die Möglichkeit geschaffen hast. Ich habe eben jetzt nicht alles verstehen können, was du gesagt hast. Bei mir war die Übertragung nicht ganz richtig. Ja, bei dir auch nicht? Den habe ich verstanden. Ich habe so zwei, drei Wörter zusammen. Okay, das hat er gemeint. Also ich habe mich einfach bei euch, ich habe mich, um es kurz zu fassen, einfach bei euch bedankt, weil ich das total spannend fand. Hab auch hier wieder in dem Call einfach was gelernt. Schon, also auch für mich, obwohl ich schon so lange dabei bin und es ist total schön, mit euch dieses Gespräch geführt zu haben und ich hoffe, dass alle Seiten hier ja einfach ein Stück in Mehrwert haben und also ich fand es total klasse. Danke euch für eure Zeit. Es war spannend und vielleicht sieht man sich das ein oder andere Mal wieder. Es war schön mit euch. Vielen Dank. Danke, dass du die Initiative ergriffen hast und die Möglichkeit geschaffen hast. Finde ich toll. Ich habe viel heute, wie immer, gelernt. Danke. Ich habe auch super viel gelernt. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und hat super Spaß gemacht. Hast du wie so eine Podcast-Folge. Genau. Also in diesem Sinne dann, liebe User da draußen, ihr seht, wir haben ganz viele spannende Themen. Wäre toll, wenn ihr noch einige auch weitere für uns habt. Ich habe noch ganz viel Zeit und Lust, so tolle Gesprächspartner einzuladen. Vergesst die Glocke nicht, abonniert unseren Kanal und bis bald. Danke.